sitzen hier oben im Wohnmobil im Norden von Norwegen. Hier ist ein Bild von der Stadt. Wir sitzen in der Nähe von Namsos. Hier ist Trondheim, hier Kristiansund. Da unten ist Oslo. Das heißt, wir sitzen hier oben am Namsenfjord und freuen uns, dass ihr schwitzen dürft heute bei 35 Grad, weil wir haben hier, ich glaube, heute früh haben wir mal keinen Regen, wir haben 10 Grad. Also im Mittel würde es ja passen. So, genau hier oben, da sitzen wir, da ist unser Standort, genau hier am Fjord. Also, wenn die Verbindung mal haken sollte, der Ton vielleicht mal haken sollte, dann schreit einfach dazwischen, dann versuche ich hier. Jetzt könnte es passiert sein, liebe Leute. Möglich zu improvisieren. In der Regel kriegen wir das. Warum wir das machen, wie wir das tun, hier immer dazwischen hacken und sofort die Fragen reinhauen. Die ich nicht sofort beantworte, auf die werden wir dann im Nachhinein eingehen. So, mal gucken, hier sind noch ein paar Nachzügler, die schalte ich mal schnell noch frei. Mach mal das Fenster zu, Chris, bei dir ist laut. Ja, ich glaube, du hast ein zu feines Ohr. Ich will erst mal ein Hallo in die Runde senden zum heutigen Live-Event. Da bist du ja schon voll zu Gange. Ihr seid schon länger jetzt hier am Start, wie ich das so sehe, praktisch. Erstmal Hallo von unserer Seite. Wie gesagt, habe ich jetzt erstmal die Lage erklären lassen und die Internetverbindung will doch hoffentlich wohl halten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Freue mich auf ein schönes Event mit dir. Bin gespannt, was abgeht. Du bist ja schon wieder mit dem Finger am Abzug, am Markt sozusagen dran. Und da bin ich mal sehr gespannt, was du uns heute sozusagen vermittelst, so ranlässt, rankommen lässt. Du bist hier im Euro-US-Dollar M1 unterwegs. Das ist ja, sagen wir mal, Königsdisziplin. Ja, also kurzfristiger geht es ja nicht, außer Tick-Chart eben. Nimmst du dir eigentlich um 9 Uhr den DAX noch vor vielleicht? Also, ich habe hier unten mein Live-Konto offen und seit dem letzten Update von unserem Stereo-Trader sieht man ja auch hier unten in den einzelnen Strategien, was an Positionen drin ist. Das heißt, wenn wir uns die hier mal angucken, dann sehen wir sind im DAX, sind wir unterwegs. Schaue ich auch gleich mal an. Wir haben hier Positionen drinne, die hier jetzt abgesichert sind. Im 5 Minuten sind wir über dem letzten Hoch. Ich mache das mal ein bisschen höher. Wir handeln ja morgens verschiedene Strategien. Da gehe ich aber nachher nochmal drauf ein, weil dazu ist der Tag ja heute da. Also wir handeln nach bestimmten Setups, die ich nachher mal etwas genauer erläutere für die, die uns nicht kennen. Wir handeln nach unserem Euro-Pro-System, was ich nachher auch kurz erläutern werde, und nach Zielbereichen. So, die Zielbereiche, die ist heute Morgen im Euro-US-Dollar schon mal durchgelaufen. Er ist hier hoch, hat diesen Zielbereich angelaufen und hat ganz knapp unter diesem Zielbereich gebremst, was mich dazu gebracht hat, die Position zu eröffnen. Die ist jetzt minimal im Plus abgesichert. Dieser Position kann schon mal nichts passieren. Ich gehe nachher wahrscheinlich auch kurz auf den DAX ein. Den DAX, den handeln wir mittelfristig. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er fallen wird. Wir müssen nur wissen, wann. Wir sehen hier unten in 5 Minuten DAX, also DE30 Cash als CFD. Wir handeln nur CFDs in 5 Minuten. Die Position ist 2200 Euro vorne. Im Dow sind wir im Moment nicht investiert. Die Position habe ich gestern geschlossen. Und im Stundenchart hier im Euro-US-Dollar sind wir noch mit 2,5 Lot Short. Die sind noch im Verlust abgesichert. Wir haben auch noch ein bisschen Luft. Er darf ja noch ein Stück korrigieren. Das heißt, die mittelfristigen Positionen, die laufen noch. Und die kurzfristigen, die wir hier handeln, die werden wir uns gleich um 9 Uhr anschauen. Wie weit ich auf den DAX eingehe, das werden wir sehen. Ich muss auch sehen, wie lange wir die
Verbindung hier halten können. Ich weiß, Chris und JFD, wir haben dieses Event für 2 Stunden angesetzt, von 8:45 bis 10:45. Das ist bei uns ein bisschen schwierig, weil um die Zeit essen wir eigentlich Mittag. Na, was ein Pech. Ja, weil wir handeln in der Regel 1 Stunde früher. Wir fangen morgens 7:45 an. 7:30, 8:15 fangen wir an zu handeln, so dass wir in der Regel um diese Zeit unsere ersten Positionen durchhaben. Also wir handeln hier 2 verschiedene Setups, wie man sieht. Wir sind hier in 5 Minuten unterwegs. In 5 Minuten, die Zielbereiche, die wir hier sehen, sind in beiden Zeitebenen identisch. Dieser Spike hier hoch und dieses Bremsen kurz unter diesem Zielbereich bei 1:11:78 hat mich heute Morgen dazu bewegt, hier auf den Knopf zu drücken und die Position hier direkt Market zu eröffnen und direkt darüber abzusichern mit einem sehr kleinen Risiko. Das heißt, wir sind hier mit einem Lot, einem Standard-Lot, sieht man hier, sind wir hier unterwegs. Wir haben hier am Zielbereich, Grund war dieser Zielbereich hier, dass wir die Position geschortet haben. Warum genau diesen Zielbereich? Man kann die Aufzeichnung der letzten Webinare, für die wir diese Woche gehalten haben, kann man das sauber nachvollziehen. Ich versuche hier mal ein paar Fibos rauszunehmen, weil die bringen das Bild hier sonst nur durcheinander. Wir haben diese Woche ein Phänomen, was sich regelmäßig im Markt wiederholt. So. Ich achte immer bei uns nur auf unsere Setups und auf unsere Zielbereiche. Mehr sind für mich nicht relevant. Alles andere ist mir zu kompliziert, kriege ich in meinen Friesen hin nicht reingeprügelt. So zum Grundsatz, wer uns überhaupt nicht kennt, der wird sehen, dass wir Börse sehr, sehr einfach sehen und auch sehr einfach rangehen. Ich sage immer, Börse ist einfach, wenn man die Logik dahinter versteht. Wir arbeiten nicht mit 100.000 verschiedenen hochkomplizierten Indikationen, sondern wir handeln nach unserem Regelwerk oder nach unseren Regelwerken, das heißt Euro pro und Zielbereiche. Wer mehr dazu wissen möchte, kann uns liebend gerne eine Mail schicken. Ich muss mal gucken, ob ich die Mailadresse zwischendurch mal hier das kann der Chris vielleicht noch zwischendurch mal machen. Klar. Ab und zu mal unsere Mailadresse einfach mal da unten rein. Also wer mehr darüber wissen will, liebend gerne, der kann uns zack einfach eine Mail schicken und dann gehen wir darauf ein. Okay, welches Phänomen haben wir diese Woche? Wir haben eigentlich so eine typische Woche, die Muster wiederholen sich immer wieder und das sind Sachen, die wir handeln. Wir haben hier unsere Zielbereiche, gucken wir uns den Montag an. Wir haben hier einen Zielbereich, der wurde hier nach oben ganz knapp verletzt. Ich hoffe, das kann man erkennen. Also für die, die hier zuhören, ne, ihr dürft euch ruhig äußern, ihr dürft ruhig mitarbeiten. Ne? Ja, gut, dass du sagst, Thorsten, das ist genau richtig. Du legst da auch gleich los, ganz, wie lange bist du schon scharf jetzt hier im Webinar, muss ich direkt nochmal fragen? Seit 5.34 Uhr. Das ist korrekt, da bist du natürlich schon wieder sehr, sehr stark am Schnitten und Schneideln. Nein. Ich bin heute Morgen etwas später aufgestanden. Wir haben seit 3 Wochen keine Dunkelheit mehr gesehen. Wir leben seit 3 Wochen taghell und deswegen ist es etwas schwierig zu schlafen. Ich habe die Chance heute Morgen genutzt, einfach mal eine halbe Stunde länger zu schlafen. Ich bin erst 7:30 aufgestanden. Sehr gut. Und bin seit 7:45 am Chart. Sehr gut. Aber alles gut, die Leute machen jetzt mit und führe weiter fort. Das ist ja, wie gesagt, hochinteressant. Währungstrading natürlich sehr speziell. DAX, wie gesagt, wenn wir nachher nochmal drauf schauen können, ohnehin deine Vorgehensweise etc. Das ist ja genau das, worum es geht und spannend wird. Nebenher, Kalender sagt heute nichts Brisantes. Ja, das ist richtig. News-technisch wäre auch so ein Punkt, ob du darauf achtest oder so, aber fahre einfach mal fort. Ja,
für so eine Tipps, was ihr wissen wollt, einmal, also ich mache nur das erste Mal für euch hier so ein Webinar. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, einfach reinhacken hier oder spielt es Chris zu. Ich erzähle euch alles, außer das, was bei mir im Schlafzimmer passiert. Ich bin nämlich über 50, da passiert nichts mehr, da brauche ich auch nichts erzählen. Na, das wollen wir nicht hoffen oder annehmen und glaube ich dir auch nicht, Thorsten, aber ich gebe dir recht, die Leute sind natürlich aufgerufen, hier aktiv mitzumachen. Das macht die Sache ja. A, viel spannender, B, wie gesagt, normalerweise befrage ich ja auch dann immer den Teilnehmer beim Live-Event, ja, worum es geht und hin und her. Da wollen wir, wie gesagt, mal auch uns sukzessive natürlich deiner Vorgehensweise auch nähern, ja, aber ich meine, du bearbeitest ja hier von der ersten Minute an auch den Chart und deswegen... Wie gesagt, fahr fort, jetzt haben wir gleich 9 Uhr, mal gucken, was für Impulse kommen und ich sag mal, die Leute sind natürlich daran interessiert, gerade hier, die jetzt hier bei JFD dabei sind, wobei es sind ja auch nicht alles JFD-Kunden, also ich meine, es sind auch viele, weil es ein kostenloses, freies Webinar ist, natürlich auch viele, die wir mehr oder weniger erst nochmal ein Stück weit an die Hand nehmen müssen oder auch mal zeigen müssen, wer sind wir, wer ist JFD, wer ist Thorsten, wer ist Forex Pro und ich denke mal, da haben wir heute auf jeden Fall reichlich Zeit und das Wichtigste ist natürlich, dass die Leute ein Stück weit verstehen, wie du dich so an den Märkten entlang hangelst, weil das ja die Königsdisziplin und jetzt kommen auch schon reichlich Fragen, wie kommst du auf die Zielbereiche zum Beispiel, gleich von mehreren Teilnehmern, das ist ganz, ganz spannend, ich denke, wir steigen gleich weiter ein und bearbeiten das, weil wie gesagt, Thema ist spannend, wir sind live hier am Markt, was wollen wir eigentlich mehr? Also dazu bitte, ich markiere mir so eine Fragen hier und werde denen eine Priorität zuordnen und werde auf ein paar Punkte auch nachher eingehen. Wie gesagt, wir haben es jetzt 59. Wir werden uns einfach mal jetzt, da wir es 59 haben, der Situation, der jetzigen Situation hier widmen. Wie gesagt, Grund war, die Short-Position einzugehen, diese Zielbereich. Merkt euch das bitte. Ich möchte euch sogar bitten, euch einen Zettel hinzulegen, vielleicht so eine Sachen aufzuschreiben, weil das sind Szenarien, die sich immer wieder wiederholen. Lernen ist die Tochter der Wiederholung. Ich habe die Position hier im 1-Minuten-Chart mit einer anderen Strategie aufgestockt, wie man sieht. Und zwar, als dieser Zielbereich hier nach unten verletzt wurde. Als diese hier nach unten, dieser Zielbereich hier, den wir hier in Ockerfarben sehen, dass der nach unten verletzt wurde, habe ich den Rücklauf genutzt, um mich dann hier in diesem Bereich erneut einstoppen zu lassen, diese Position hier zu platzieren. Wir sind mit 10 Punkten Stop drin. Der Stop liegt noch da oben. Den werde ich jetzt gleich reduzieren, weil wir haben es 9 Uhr. Die Eröffnung ist durch und damit werde ich meinen Stop reduzieren und das Risiko auf 5 Punkte zurückziehen. Wie ihr seht, haben wir Zielbereiche hier oberhalb von dieser gelben Linie, einmal da und einmal da, die hat er beide abgearbeitet. In der Regel kommen jetzt die gegenüber dran, das heißt, der hier unten, so, und da unten werde ich mein TP hinlegen, allerdings nicht als Take Profit. Ich nehme den jetzt raus und lege da unten eine Limit Pullback hin. Diese Limit Pullback erkläre ich dann gleich, wie ich damit umgehe. Aber jetzt will ich die Position erstmal nehmen. Olaf, ich erkläre auch sofort, welches Szenario sich immer wiederholt. Tasso, deine Frage an Thorsten, wie schätzt du die charttechnische Situation bei Pro7 Sat1 ein? Ich glaube, das ist bei Sat1 gibt es irgendwie Frauentausch irgendwie. Ich weiß nicht, wer da heute wen tauscht, aber ich glaube, der tauscht heute die Frau mit dem Macker von Pro7. Weiß ich nicht, Tasso. Scherz beiseite, ich habe davon keine Ahnung. Ich handle keine Aktien, nichts, gar nichts. Ich bin Scalper, ich bin kurzfristiger Händler. Mein Ziel ist, 12 bis 15 Punkte am Tag rauszukitzeln. Und das aus Währungen und aus dem DAX. Das ist das, was ich möchte. Alles andere ist mir egal. Also, diese Position, Grund war, dass wir den Ausbruch hier nach oben erst an diesen Zielbereich, dann an diesen Zielbereich, den Rücklauf, beide nach unten wieder kaputt gemacht. Hier ganz kurz umkämpft, kleine Korrektur. Und jetzt sollte er durchmarschieren. Wenn er hier unten ist, da unten ist, dann sollte mein Stop Break Even gehen. Das heißt, wenn er hier unten diesen Zielbereich anläuft, dann muss mein Stop hier oben auf Break-Even und dann kann ich ganz entspannt sein. Warum tun wir das so?
Ich gehe jetzt mal nur auf den Zielbereichshandel ein, weil die Frage jetzt schon zwei, dreimal aufgetaucht ist, welches Szenario wiederholt sich denn ständig? Gucken wir uns dieses Bild hier wieder an. Wir haben hier den 19., 16., 17., 19. So. Wir haben hier den Montag. Hier haben wir diesen Zielbereich nach oben knapp verletzt, nach unten einmal ganz kurz diesen Zielbereich angelaufen, nach oben der zweite Ausbruch, diesen Zielbereich angelaufen, um dann direkt abzumarschieren. Das war der erste Tag. Dann kam der Dienstag. Oben raus, unten raus, hier unten ran, oben nochmal raus, nochmal raus, nochmal raus, um dann direkt abzumarschieren. Das war der zweite Tag. In Shortwochen, wenn sie sich als Shortwochen rauskristallisieren, ist in der Regel der Mittwoch der Long-Tag. Wir haben gestern Morgen oder gestern zwei Webinare gemacht für unsere Community. Da gehe ich nachher auch gleich mal drauf ein, wie wir sowas machen. Wir haben gestern zwei Webinare gemacht und sind da auch darauf eingegangen, dass wir gestern damit rechnen müssen, dass es ein Long-Tag wird. Montag, Dienstag, Short. Mittwoch entwickelt sich dann als Long-Tag, um dann den Donnerstag und den Freitag in der Short-Variante fortzusetzen. Das Spiel, was wir uns gerade am Montag angeguckt haben, dass er oben raus ist, um dann zu fallen. Das Szenario hatten wir gestern umgedreht. Deswegen habe ich gesagt, ein Long-Tag. Unten raus, unten raus, den Zielbereich nach unten hier kaputt gemacht, nochmal, hier nochmal kaputt gemacht, nach oben, nochmal bestätigt und dann ist er nach oben abmarschiert wie Schmitz' Katze. Genau dieses Szenario. Das war der Longtag, den wir gestern Morgen auf dem Deckel hatten, auch wenn man zack, auch wenn das nicht die bevorzugte Variante war, auch wenn es übergeordnet Short geht. Sorry, verstehe dein Setup nicht, bin raus. Verstehe nur daraus, wenn es nicht fällt, dann steigt es und umgekehrt. Dann stell vernünftige Fragen, dann kriegst du auch vernünftige Antworten. Sorry, bei uns wird Klartext gesprochen. Torsti, mein Guter. Ja? Sind das Fibonacci-Ableitungen? Es ist eine Kombination aus Fibonacci-Ableitungen, Pivots und ich will jetzt auch gar nicht so weit darauf eingehen, aus mehreren Gründen. Ich will nicht genau darauf eingehen, wie die sich berechnen, weil erstens ist das ein Seminarthema von uns, wo wir Okay. fast einen halben Tag mit verbringen, wo man sich darauf hinarbeiten muss. Es nützt überhaupt nichts, wenn ich jetzt sage, in den Dingern steckt jetzt das und das drin. Wir müssen einfach lernen, mal Gegebenheiten zu akzeptieren. Ich vertrete da eine ganz andere Meinung, auch wenn ich mir hier jetzt vielleicht nicht nur Freunde damit mache. Das Problem ist bei den meisten Händlern, dass sie sich mit der Theorie auseinandersetzen bis zum Abwinken, alles genau auseinanderpflücken wollen, genau wissen wollen, was steckt wie wo drinne, um es nachher vielleicht irgendwie zu verändern. Aber Handeln ist Praxis. Wir müssen doch erstmal lernen zu akzeptieren, da ist eine Linie, an der passiert was. Ich kenne so viele Leute, die handeln nur nach Pivotlinien. Die wissen nicht, wie man Pivotpunkt und die Pivotlinie berechnet, nach welchen Zeitebenen, nach welchen Formeln man die berechnet, aber man akzeptiert das. Man akzeptiert, dass ein Pivotpunkt, der wird einfach genutzt. Fertig. Warum? Weil wir im Kopf, wir wissen, an dem Pivotpunkt, an der Pivotlinie, an der Support- oder Resistanzlinie, die aus den Pivots errechnet werden, an diesen Linien passiert was. Wir haben da die passiert was Karte gezogen. Fertig. Mehr muss ich gar nicht wissen. Erstmal. Wir benutzen diese Zielbereiche einfach als Unterstützung. Ich benutze sie für die Einstiege. In der Regel, wer bei uns nach Euro Pro handelt, soll sie nach Ausstiegen benutzen. Und jetzt kommen wir auf Euro Pro, damit der René nicht zu aufgeregt ist und sagt, das ist viel zu kompliziert. Ich dachte, Sie handeln nach einfachen Regeln und dann dauert die Erklärung einen halben Tag. Wenn bei dir ein halber Tag von 8:45 Uhr bis 9:07 Uhr geht,
dann sind die Tage ja nicht so lang. Regelwerk Euro Pro, gehen wir einfach drauf ein und konzentrieren wir uns auf Euro Pro. Wir haben übergeordnet einen Trend. Den müssen wir haben. Und wir haben im Moment übergeordnet, was für eine Trenddefinition. Okay, jetzt kommen meine Jungs, jetzt kommen unsere Euro-Pro-Sachen oder unsere Euro-Pro-Community dazu. Was haben wir für eine Trenddefinition im Moment? Wie kommt man hier auf Long, Harald? Da ist die ganze Geschichte nämlich schon sehr schwierig, wenn man eine Trenddefinition nicht sauber hinkriegt. Wir haben, ich mache das auch mal groß, damit man es besser sieht. Wir haben in der wir handeln im 1-Minuten-Chart, das heißt für uns ist übergeordnet der 5-Minuten-Chart. Wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein Tief, wir haben da ein tieferes Hoch und haben hier jetzt ein tieferes Tief und damit haben wir einen Abwärtstrend. Das ist der einzige Blick. Abwärtstrend heißt, wenn wir im Abwärtstrend sind, suchen wir uns auch Abwärts-Setups. Diese Abwärts-Setups suchen wir uns aus der Korrektur. Die Korrektur soll übergeordnet einen Aufwärtstrend bilden. Das hat sie hier getan. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dieser Abwärtstrend, der hier entstanden, der Aufwärtstrend, der hier entstanden ist, der soll mit Musik gebrochen werden. Das ist jetzt rein Euro Pro. Diese Nummer soll nach unten, dieser Aufwärtstrend soll gebrochen werden. Das heißt, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte kaputt gehen. Das hat er hier mit dieser Kerze getan. Da. Und das nach Möglichkeit mit Musik. Für einen 1-Minuten-Chart ist das schon ganz schön Musik. Dann warten wir den Rücklauf ab in Richtung unserer Wolke und damit haben wir hier die Berechtigung, diese Position nach Euro Pro, da, nach Euro Pro zu eröffnen. Bist du darüber? Ja. Du bist dann direkt praktisch mit dem Bruch der Bewegung sozusagen short gegangen. Hast ja eine laufende Position offen, ne? Ich habe diese Position offen, die habe ich vorhin gerade erklärt. Die habe ich nicht nach Euro Pro eröffnet. Die habe ich hier eröffnet, als er diesen Zielbereich von oben nach unten durchschlagen hat. Mhm. Wenn er unsere Zielbereiche hier in diesem Bereich, wenn er die beiden hier abgearbeitet hat, der Verlauf ist in der Regel morgen so, dass er in die eine Richtung geht, den ersten abarbeitet, den zweiten abarbeitet, dann umkehrt und die gegenüberliegenden auf der anderen Seite abarbeitet. Man kann viel aus der Definition von der London Breakout Strategie nehmen. Ich will jetzt hier nicht die London Breakout Strategie erklären, die kann man nachgoogeln, die kann man sich suchen. Ist ein ähnliches Setup, wer sich damit befasst hat und weiß, wie London Breakout funktioniert. Das heißt, es wird ein bestimmter Zeitraum, wird eine bestimmte Range berechnet und der Ausbruch aus der Range. Ich weiß, mein Kumpel Birger, der handelt die ähnlich. Der handelt eine Ausbruchsstrategie, wo er so eine Range hat. Allerdings nach dem Setup, wenn diese Range hier, die hat ihr Bob 10, 11 Punkte, das ist sehr wenig. In der Regel haben wir die bei 20 Punkten. Wenn wir diese Range haben, dann sollte auch nach Möglichkeit nach oben diese 10, 12 Punkte nach dem Ausbruch aus dieser Range sollte er die machen. Ich teile diese Meinung nicht, sondern ich warte den Fehlausbruch oder den Fehl in eine Richtung ab und suche mir dann die Richtung entgegengesetzt. Und das hat er hier gemacht, als er hier diesen Fehlausbruch weg hatte, hier wieder rein, warte ich den Durchlauf ab, bis hier runter, an die gegenüberliegenden Zielbereich, da an der 1,60, knapp darüber gibt ein Stop Break Even und in der Regel holt er sich hier unten das gleiche, was er oben gemacht hat, nämlich diese beiden Zielbereiche oben abgearbeitet, arbeitet er die auch nach unten ab. So, und deswegen würde ich diese Position hier unten auch glatt stellen. Diese Teilposition hier würde ich nach unten glatt, hier unten in diesem Bereich glatt stellen.
Dazu, um das zu verstehen, um da mal drauf einzugehen, um das zu verstehen, langt es vollkommen, dass ich die Linien sehe und mich nach diesen Linien richte. Was nützt es, was bringt es mich weiter, wenn ich weiß, was dahinter steckt? Ihr könnt es gerne lernen, wir machen das in Seminaren, wir machen das in Webinaren. Das ist Wissen, Fachwissen. Wer mich ein bisschen kennt oder wer meinen Laden ein bisschen kennt, weiß, ich bin seit über 10 Jahren am Markt. Chris und ich werden im Dezember die 1000. Veranstaltung, mein 10-jähriges Jubiläum. Der kann, glaube ich, nachvollziehen, dass wir ungefähr wissen, wovon wir reden. Um diese Linien hier für mich zu entdecken, habe ich über 3 Jahre gebraucht. Diese Wolke hier, Alexander, setzt sich aus verschiedenen EMAs, SMAs, aus einer Mischung zusammen und wird begleitet von Fibonacci-Ebenen aus den letzten Bewegungen. Es nützt ja auch nichts, wenn ich dir jetzt sage, pass auf, die Daten stecken jetzt im Moment dahinter, weil die werden regelmäßig bei uns angepasst, an die Vola werden die angepasst. Wer das Setup bei sich auf dem Schirm hat und Kunde bei uns ist, bekommt diese Anpassung regelmäßig automatisch von uns hinterlegt und muss sich darum auch nicht kümmern. Also, mein Setup war der Bruch von diesem Zielbereich nach unten, deswegen bin ich diese Position hier eingegangen, aufgestockt bei 71. Mein Tagesziel sind 12 bis 15 Punkte. Das heißt, wenn ich bei der 71, bei der 72 bin ich rein, wenn ich bei der 60 unten ankomme, wäre mein Tagesziel für heute schon fast drinne. Ich würde versuchen, mein Tagesziel noch ein bisschen zu erhöhen. So, gucken wir uns den DAX an. Weil die Position ist hier automatisiert, dieser automatisiert abgesichert. Das heißt, wenn er jetzt hier noch bis zur 62 runterläuft, also noch 2 Punkte macht, dann ist mein Stop hier automatisch break-even und der Rest ist mir dann völlig egal. Ab da ist es mir, wenn die Position break-even oder knapp im Gewinn abgesichert ist, dann ist mir die Nummer egal. Wir haben jetzt ein ganz gesundes CRV, wir haben die Position im CRV von 2:1 eröffnet und sind jetzt bei einem CRV von 3:1 völlig gesund. Wir haben hier, wie gesagt, die längerfristige oder die mittelfristige Position heute Morgen hier an dem Zielbereich eröffnet. Diese Nummer ist schon abgesichert. Der Einstieg war bei 77. Die 13 Punkte haben wir schon mal drin. Stop liegt über dem letzten Hoch. Das ist schon mal ganz gesund. Wir dürfen hier jetzt damit rechnen, dass ihr den Rücklauf nochmal macht und bis an dieses Zwischentief, bis an die 68. Die 4 Punkte kann er gerne noch machen. Und damit gehen meine Stops auf. Gucken wir mal nach. 72 von 77, wenigstens auf 5 Punkte in den Gewinn. Du, Thorsten, da muss ich gleich mal reinhaken. Ja. Der Euro hat ja zuletzt wirklich mangelnde Volatilität. Also das ist ja schon, also die ist ja stark rückläufig seit einiger Zeit. Und du sagst ja auch selber, dein System passt sich daran an. Das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hast du da Probleme mit, wenn die Volatilität zurückgeht? Ich meine, Euro hat sich ja in der Regel, wie gesagt, auch am Morgen dann manchmal schon 30, 40 Pips bewegt, um am ganzen Tag 100 Pips zu liefern. Jetzt bewegt er sich am Morgen 10 Pips und liefert am Tag vielleicht 50 Pips. Ist das für dich ein Problem sozusagen, die Marktveränderung in Sachen Volatilität? Oder spulst du das so immer gleich ab und passt dich eben der Wolle an? Aber weniger Wolle ist ja tendenziell schlechter fürs Trading. Ich vertrete eine ganz andere Meinung dazu. Also erstens handeln wir ja deswegen morgens um 7:45. Ich fange, mein Wecker klingelt morgens 5.55 Uhr. Ja, da schlafen und viele noch, das muss man ja auch ganz klar sagen. 5.55 Uhr, sehr stark. Ist das schon immer so gewesen oder hast du das erst mit dem Trading vereinleibt sozusagen? Ja, ich habe mal eine Baufirma gehabt und da musste man morgens seinen Arsch aus dem Bett heben, weil sonst steht das Personal nicht auf.
Aus dieser Zeit ist auch mein Handel gekommen, dass ich mich morgens um diese Zeit drum gekümmert habe. Das heißt, um 5.55 Uhr klingelt mein Wecker und ich sitze spätestens 5:45 Uhr sitze ich am Schirm. Ziehe meine ersten Setups, ziehe meine Zielbereiche, überprüfe meine Zielbereiche, mache diese ganze Arbeit morgens einmal manuell durch. Um 7:30, 7:45 starten mit unserer Community unsere Webinare. Wir handeln morgens 3 Tage die Woche, in der Regel von 7:45 bis 7:45, um 9 ungefähr handeln wir live. Und versuchen uns in diesem Zeitfenster circa 12 bis 15 Punkte aus dem Markt zu holen. Ah, in jedem Fall will ich um. Also schon immer 12 bis 15 Punkte, unabhängig von der Volatilität sozusagen. Ja. Okay. Wenn ich merke, dass die Vola zurückgeht, was kann ich dann auch anpassen von der Logik her? Ist ja ganz, ganz logisch. Wenn ich weniger Schüsse hin und her habe, was kann ich dementsprechend anpassen? Na, deine Trade-Intensivität, oder? Meine Stops. Auch, ja. Je kleiner meine Stops sind, wenn ich ganz, ganz normal, ganz gesundes Money-Management habe, genau, Günther, der schreibt es hier nämlich rein, ich kann meine Positionsgröße anpassen. Wenn ich meine Positionsgröße anpassen kann und kleinere Stops, habe ich eine größere Position. Kleinere Stops, größere Position heißt auch kleineres Ziel. Da komme ich auch manche Tage mit einem Ziel von 7 oder von 8 Punkten aus. Mhm. Ja, das war genau die das Frage. Ist ja das ganze Spiel. Eben die Punkte, weißt du, ob du dich da fix machst auf deine 10, 15 Punkte oder ob du da eben genau das mit dem Anpassen der Position etc. regelst. Na, das ist ja gut. Okay, ich denke mal, das war so eine Frage, die dem einen oder anderen sicherlich auch im Hirn rumschwirrte. Ja. Aber okay, danke für die Erklärung. So, jetzt haben wir dieses Setup genau. Jetzt ist mein Stop-Loss hier im Gewinn, wie man sieht. Der ist jetzt automatisch hinterhergesprungen. Hier unten hab gesagt, wenn er diesen Zielbereich hier unten anläuft, das war unsere Aufgabe, das war auch unser Ansinn. Wenn er den anläuft hier unten, muss ich meine Position im Gewinn absichern. Ich habe mir jetzt nachgetrailt über dieses Zwischenhoch. Das heißt, ich bin mit +3 Punkten im Gewinn abgesichert. Der Rest ist mir jetzt völlig Banane. Hier diese Position ebenfalls, die haben wir auf 72 gezogen, Zielbereich hier unten angelaufen und ich werde diese Nummer jetzt hier aggressiver hinterherziehen, weil wir hier mit dieser Strategie oben von diesem Zielbereich kommen und wenn er diese Kerze jetzt nach oben verletzt, dann soll mein Tagesziel im Sack sein. Wir sind bei 77 und das hier ist bei 66 ungefähr. Das heißt, 11 Punkte wären mit dieser Position hier drinne. Im 1-Minuten-Chart würden wir mit 3 Punkten rausfliegen. Das heißt, wir hätten 14 Punkte und das Tagesziel wäre, also ist heute schon mal nicht mehr gefährdet. Das Tagesziel ist in jeder Form drinne. Nochmal zum Mitschreiben. Wir handeln morgens 2 Setups. Obwohl ich jedem Anfänger oder jedem, der anfängt hier zu handeln, egal mit welcher Strategie, egal ob nach Zielbereichen oder eben nach Euro, konzentriert euch auf eins. Mein Weg ist gewesen, dass ich mich am Anfang auf Euro Pro konzentriert habe. Mein Weg ist gewesen, dass ich am Anfang 250.000 verknallt habe. Ich habe 250.000 in diesem Markt versenkt. Der ganze Spaß hat mich fast ruiniert. Ich habe sehr, sehr viel verloren, auch fast meine Familie, um euch das mal im Kopf klar zu machen, was an dieser Trading-Geschichte hinten dran hängt. Und hier geht es nicht um Theorie, hier geht es nicht darum, klug zu werden und zu wissen, welche Wolke setzt sich aus irgendwas zusammen, sondern was hier uns alle kaputt machen kann, sind Emotionen, unsere verdammte Gier. Wir kriegen den Hals nicht voll. Mir hat man Österreich ins Gästebuch geschrieben, verloren wird zwischen den Ohren. Wir müssen einfach lernen, uns unterzuordnen. Und das ist genau das, was uns schwerfällt. Das wollen wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Wir wollen uns nicht von irgendeiner blöden Linie sagen lassen, wie wir uns zu bewegen haben. Weil wir sind ja hier die Klugen, wir wissen ja alles und wir bestimmen den Markt. Das ist falsch. Wir müssen uns lernen, nach den Gegebenheiten zu richten und uns diesen Gegebenheiten unterzuordnen.
Es spielt überhaupt keine Geige oder meint hier irgendeiner, dass Mozart gewusst hat, mit welcher Tinte er seine Noten geschrieben hat? Nee, der hat sie trotzdem gespielt und hat sie geil gespielt und ist deswegen geiler Musiker geworden, weil er es jeden Tag trainiert hat. Und so geht es jedem Klavierspieler. Der weiß auch nicht, womit Mozart seine Konzerte geschrieben hat oder Beethoven seine Symphonien geschrieben hat. Die richtet sich einfach nach den Noten, die da sind. Ich kann keine Noten lesen, aber ich höre die Musik sau gerne. Und hier ist es genauso. Ich kann es hier, aber ich muss nicht wissen, warum diese Linie jetzt rot oder blau ist oder warum die sich jetzt wann, wie, wo irgendwo färbt. Ich muss einfach lernen, mich nach dem Regelwerk zu richten. Wir müssen lernen, uns nach Regeln zu richten. Ich bin gerne bereit, hier auch mal zu erklären, wie setze ich das Regelwerk zusammen, nach welchen Regeln, wie beachte ich welche Regeln oder so. Aber es bringt hier, glaube ich, niemanden zwingend weiter, wenn er genau weiß, wie er die Dinge zu verwenden hat. Jetzt kommt eine Nummer erschwerend dazu. Wir haben, so wie hier oben, den Zielbereich knapp verfehlt. Daran erkenne ich, dass es keine Stops sind, die geholt werden, sondern Limits. Das gleiche Spiel haben wir jetzt hier unten. Wir sind mit dem, der Kurs hat ganz knapp über diesem Zielbereich gedreht. Das heißt, hier unten wurden nicht die Stops geholt, sondern die Limits. Wenn die Stops geholt worden wären, kann man in einigen Webinaren bei uns rauslesen, dann hätte er auf jeden Fall einen Spike hier unten durchgemacht. Das hat er nicht, deswegen überwiegen hier die Limits. Wir gehen das Risiko ein, wenn die Kerze jetzt so schließen würde, hätten wir ein bullisches Engulfing und damit würden auch meine Stops hier oben ganz klar richtig liegen. Bullisches Engulfing im 5-Minuten-Chart schubst alle übergeordneten Händler in die Richtung Long, dass die sich hier dass die ihre Short-Position schließen und die würden sich in dem Fall da oben drüber einstoppen lassen. Ich lege da einfach mal eine Linie hin. Da oben drüber, wenn das jetzt ein bullisches Engulfing wird, würden sich die 5-Minuten-Händler, die für uns die übergeordnete Zeitebene ist, würden die sich da oben drüber einstoppen lassen. Wenn die sich da oben drüber einstoppen lassen, gibt es einen Schwung nach oben, dann muss ich meine Short-Position rausnehmen. Ich muss diesen ganzen Rückweg ja nicht zwingend mitnehmen. Jetzt haben wir kein bullisches Engulfing. Jetzt kommt der ein oder andere bestimmt an, ja, dafür ist es aber ein Harami, das hat nicht die gleiche Aussagekraft, das ist es auch nicht. Wir haben hier einen Schlusskurs, einen Close von 62,8 und wir haben ein Open von 62,8. Von 62,8. Wir sollten für ein Harami wenigstens ein kleines Abwart-Gap haben, was hier nicht vorhanden ist. Deswegen sehe ich das Harami hier im kleinen Chart jetzt nicht so. Die Leute, die jetzt so sehen, sich da oben drüber einstoppen lassen, würden trotzdem die Gegenbewegung hier verursachen. Deswegen bleibt mein Stop oder meine Gegenposition dort liegen. Hier will ich mein Tagesergebnis rausholen. Also, um das Regelwerk mal zusammenzufassen, damit man es vielleicht versteht, wir brauchen, so wie hier, wir brauchen übergeordnet einen Trend. So. Die Trenddefinition haben wir. Wir haben tiefere Tiefs, wir haben tiefere Hochs. 1, 2, 1, 2. Damit haben wir hier in diesem Bereich einen klassischen Abwärtstrend. In diesem Abwärtstrend suchen wir uns eine Korrektur. Diese Korrektur haben wir hier. Und diese Korrektur hier sollte einen Aufwärtstrend darstellen. Was sie auch tut. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das heißt, in einem intakten Abwärtstrend in 5 Minuten brauchen wir im 1 Minuten einen Korrekturtrend aufwärts. Dieser Korrekturtrend aufwärts soll nach unten mit Musik gebrochen werden. Und wenn er nach unten gebrochen ist, dann sollten wir
wieder die Korrektur abwarten und hier in diesem Bereich uns einen Short-Einstieg in der Hauptrichtung suchen. Diese Hauptrichtung haben wir durch den übergeordneten Trend, nämlich die Abwärtsbewegung. Kann man das einigermaßen nachvollziehen oder bin ich zu durcheinander? Nee, das ist völlig legitim. Völlig legitim. Okay, der Klaus hat das gerade bemängelt. Mein Zweitkunde aus Berlin. Wie Zweitkunde? Wie meinst du das hat mit Zweitkunde? Ach so. Hat den Spitznamen Zweitkunde. Hm. Ist er schon länger bei dir im Team oder weil Zweitkunde deutet ja darauf hin, kann ja vielerlei interpretierbar oder Interpretierungsspielraum geben sozusagen. Ich glaube, der Klaus ist bei uns, vielleicht kann er selber reinschreiben, ich glaube seit 2 Jahren oder so. Okay. Ungefähr. Hat mir mal, wer will, kann ja bei uns auf der Homepage ins Gästebuch gucken. Er hat mir damals einen schönen Beitrag reingeschrieben. Ah, das ist was Längeres, schreibt er auch schon gerade. Nee, ist ja in Ordnung. Aber wie gesagt, aber wie du hangelst dich hier von Kerze zu Kerze, dass es jetzt so eine Umkehr gibt, was ist das für dich für ein Signal? Also wie gesagt, wir haben wenig Händler, die sich hier aktiv, so wie du jetzt im 1-Minuten-Chart aufhalten. Ja, das ist, also die meisten gehen halt auf die größeren Zeitebenen, M5, M15, Stunde, dann sogar Swing Trading. Also das ist ja hier bei dir sehr, sehr, sehr actionreich. Ich meine jetzt hier im M5 die Kerze, so ist das jetzt ein Fake für dich oder ist das mehr doch noch jetzt eine Umkehr oder meinst du, das setzt sich doch wieder, wie eigentlich ursprünglich auch erwartet, deswegen bist du ja auch noch in den Shorts, ursprünglich dann doch weiter in Richtung der Zielzone hier von 1,1160. Das hier ist jetzt für mich, so wie das jetzt im Moment entwickelt, die Kerze geht ja noch ein paar Sekunden hier. Mhm. Somit hat sich diese Formation, die sich hier gebildet hat, als Fake entwickelt. Mhm. Ich gebe diesen Stops, die ich hier oben drüber gepackt habe, ich lege meine Stops da oben drüber, weil die Erwartung da ist, wenn die 5-Minuten-Händler die Oberhand gewinnen und im Daytrading, im Scalping-Bereich haben die 5-Minuten-Händler oder machen die 5-Minuten-Händler die größte Händlergruppe aus. Wenn die größte Händlergruppe sich hier oben drüber platziert, nämlich über dieser Geschichte hier, über dieser Formation, dann muss ich damit rechnen, dass der Kurs einen extremen Schub kriegt nach oben. Wir haben gesehen, dieses Einstoppen, was hier eventuell erfolgt ist, hier oben drüber, na komm, da hat nur einen ganz kurzen Spike verursacht, ganz kurz oben drüber und demnach ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass hier unten weiter fällt. Deswegen lege ich meine Stops da oben drüber, aber nicht direkt oben drüber, sondern ich rechne ganz gerne mit solchen Spikes hier. Wir gucken uns das gleich mal im 1-Minuten-Chart an. Ich rechne gerne mit solchen Spikes und gebe meinen Stops da oben drüber etwas Luft. Weil, wenn wir hier so eine Seitwärtskiste haben, hier so eine ganz kleine Geschichte, wie wir sehen, Was haben wir vorhin gerade gesagt? Was macht unser Euro-Pro-Regelwerk aus? Was brauchen wir? Wer kann es vielleicht mal zusammenfassen? Wer hat zugehört? Unser Euro-Pro-Regelwerk macht was aus? Was sind die Grundbedingungen? Ja, ist richtig, dass du die Zuschauer abholst. Mal sehen, wer alles mitgeschaut oder gehört hat. Ja, in 5 Minuten einen Trend, Ralf. Das ist schon mal richtig. Richtig. Michael muss es wissen, er war im Seminar. Mit Klaus übrigens zusammen. Wir brauchen übergeordnet einen Trend. So, gucken wir uns das Spiel nochmal an. Wir haben übergeordnet einen Trend. Der ist ganz klar gegeben. Und wir brauchen eine Korrektur. Diese Korrektur haben wir hier. Diese Korrektur im untergeordneten Chart soll im 1-Minuten-Chart einen Gegentrend aufmachen. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben hier einen Mini-Trend und dieser Mini-Trend soll kaputt gemacht werden mit Musik. Ich blende meine Wolke mal aus, die irritiert euch sonst bloß, man kann es nämlich auch im nackten Chart sehen. Da haben wir dieses Tief und dieses Tief soll kaputt gemacht werden mit Musik. Dieses Tief ist kaputt gemacht und nach diesem Kaputtmachen soll der Kurs wieder zurücklaufen gegen unsere Wolke, in Richtung unsere Wolke. Und wir fangen dann an,
in diesem Setup, wenn er diesen Rücklauf anfängt, nämlich da, diese Order hinterherzuführen. Ich habe jetzt da die nächste Short Order hingepackt. Die können wir jetzt bearbeiten und lass die jetzt hinterher trillen mit einem Period High Low mit einem Punkt. Fertig. So. Das heißt, um dem Regelwerk jetzt gerecht zu werden, liegt meine nächste Sell Stop Order ein Punkt unter dieser Kerze. Jetzt ist diese Kerze fertig. Jetzt springt die Sell Stop Order hinterher. Jetzt ist sie ein Punkt unter dieser Kerze. Solange meine Setups passen, mein Hintergrund rot ist und meine Wolke rot ist, solange sind wir immer noch short orientiert. Wenn sich irgendwas ändern sollte, wird diese Order gelöscht. Wie viele, genau. So, jetzt liegt diese Order, diese Sell Stop Order liegt nach unserem Regelwerk. Wir sind in die Wolke gelaufen, da soll er auch hin. Diese Order liegt jetzt ein Punkt unter dieser Kerze. Weil ich führe die jetzt vollautomatisch hinterher. Wenn die Kerze jetzt so schließen sollte, dann springt diese Order ein Punkt unter diese Kerze. Thorsten, kann ich kurz rein noch? Das heißt, du baust also dein Ziel, ja, ist es auch positive Pyramiden aufzubauen sozusagen. Ja, immer. Generell, ja. Ja, nur mal so am Rande, wer diese Position hier im DAX sieht, da ist meine Order gegriffen worden, wer diese Position hier im DAX sieht, guckt euch die an, die habe ich pyramidisiert, wir sind beim Durchschnittseinstieg von 12.847, erkläre ich nachher auch gleich, warum ich das gemacht habe, von 12.847, die Position ist 3.500 Euro vorne und ich bin mit 35 DAXen pyramidisiert da drinnen. Ich sehe immer zu, so schnell wie möglich zu pyramidisieren. So, und jetzt geht mein Stop für die pyramidisierte Position schon in den Gewinn. Zack. Ich habe den Vorteil, dass diese Position mit meinem Tagesziel abgesichert ist. Okay. Hier mache ich mein Tagesziel. Dann bin ich mit der Nummer durch. Hier kann mir nichts mehr passieren. Verstanden? Ist das nachvollziehbar? Absolut, aber lass ruhig mal die Kameraden antworten. Punkt wirst du sicherlich Pip meinen, fragt der Günther gerade. Ja, richtig. Sagst du mal sorry, gerne Punkt, ist kein Problem. Ja, weil ich immer mit DAX und Euro hin und her springe, ist mal Punkt und mal Pip. Also mit einem Pip, also die vierte Stelle hinterm Komma. Hier habe ich mein Tagesziel drinne. Hier kann mir nichts mehr passieren im 5-Minuten-Chart. Also pyramidisiere ich jetzt im 1-Minuten-Chart. Ich bin im 1-Minuten-Chart jetzt mit der doppelten Positionsgröße drin. Die Position kommt jetzt von der 66, würde jetzt laufen bis zur 53. 13 Punkte mit der doppelten Positionsgröße heißt für mich 2 Tagesziele. Das heißt nicht, dass ich das Dreifache verdiene, weil ich 2 Tagesziele oben drauf packe. Das heißt für mich 2 Tage frei. Trennt euch von dem Gedanken, euch die Taschen voll zu stopfen und so viel Kohle wie möglich einzufahren. Irgendwie denkt lieber die Geld. Das kann man sich jederzeit erarbeiten. Geld kann man ersetzen. Was man euch nicht ersetzen kann, ist Lebenszeit. Das heißt, jetzt würdest du dann morgen, also morgen ist ja Freitag, morgen und Montag nicht handeln oder wenn du sagst, du würdest dann 2 Tage frei sozusagen verdienen. Oder du gehst ja jeden Morgen ran an den Desk letztlich. Ich gehe jeden Morgen ran an den Desk. Ich versuche nur den Kopf irgendwie von den Leuten ein bisschen gerade zu biegen. Mhm. Aber ich bin in der Regel auch so, dass ich solche Geschichten hier ganz gerne so mache, dass ich am Monatsanfang so viel wie möglich, so intensiv wie möglich handle. Mhm. Wenn man das 2, 3, 4 Tage durch hat, dann
ist man in der Regel auch kaputt. Man ist auch nervlich belastet, man ist auch am Ende. Man kann sich ganz entspannt auch eine Auszeit nehmen. Ich mache das jetzt hier ganz bewusst, weil ich mir nächste Woche eine Auszeit nehme. Ich habe mir hier ein Boot gemietet und werde ab morgen werde ich auf Heilboot angeln fahren und werde den Chart sein lassen. Ich werde unseren Blog ein bisschen führen. Das kann ich von unterwegs auf dem Boot machen, aber ansonsten muss ich werde ich mir jetzt auch 1, 2, 3 Tage frei nehmen. Ihr werdet merken, wenn man so ein Limit nachher drin hat, wenn man sein Soll erreicht hat, wie entspannt man dann an den Chart geht den nächsten Tag. Und wenn sich morgens nichts ergibt, dann wird man auch mal entspannt davor sitzen und sagen, okay, dann lasse ich ihm heute mal die Finger aus dem Markt. Was ja auch mal gut tut. Nicht davor zu sitzen und sagen, so, ich muss heute noch und ich muss noch und ich muss noch, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist ja Druck. Druck macht uns kaputt. Und deswegen ist es immer schöner, so eine Position hier entspannt anzugehen. Mir kann noch gar nichts Entspannteres passieren, als das, was ich hier jetzt gerade mache. Die Position läuft. Dies wird im Tagesziel drin sein. Wenn der jetzt hier runtergeht an die 53, die Position kommt hier oben von der 77. Wenn der an die 53 geht, bin ich 24 Punkte. Habe ich hier 2 Tagesziele drin. Und hier nochmal das Gleiche. Das heißt, ich habe hier ein Wochenziel insgesamt geschafft. Danke, Michael. Das hätte ich jetzt übersehen im Eifer des Gefechts. Ich muss meine Buy Limit anpassen. Ich habe ja hier oben aufgestockt, also muss ich hier auch eine zweite Buy Limit dazulegen. Danke für den Tipp. Wenigstens einer passt auch von den 150 Leuten hier. Sonst wäre hier unten bloß die halbe Position rausgeflogen. Danke. So, das heißt, die Position hier kann durchlaufen. Wenn der Zielbereich hier kaputt geht, werdet ihr sehen, wird er ziemlich zügig an die 55 und an die 53 gehen und dann soll meine Position im 1 Minuten auch rausflügen. Druck macht kaputt, das ist so. Deswegen ja, ist ja mein Tipp und deswegen versuche ich das auch zu erklären. Sucht euch ein Regelwerk, was zu euch passt. Das hier ist mein Regelwerk, was zu mir passt. Das ist mein Regelwerk, was ich aus dem FF beherrsche, schüttle ich aus dem Ärmel. Guckt mal in unseren YouTube-Kanal. Ich gucke gleich mal, ob ich den Link dazu finde. Oder vielleicht findet Ralf oder Christian auch irgendwo. Dann packen wir den hier mal rein. Guckt in unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr 700 Aufzeichnungen. 700, 750 Webinar-Aufzeichnungen von unserem Handelsstil, wie wir handeln. So, 5-Minuten-Chart, guckt euch an, wie schön das Ding läuft. Das ist unser Regelwerk, so funktioniert unser Regelwerk. Und dann kann man nämlich auch die Eier in der Hose haben, zu sagen, okay, wenn er jetzt hier unten durchgeht, diese Position hier rausschmeißt, dann sage ich, okay, ganz entspannt, der Tag ist für mich gelaufen. Ich weiß, ihr lauert hier auf mehr Setups, ihr wollt mehr Geld verdienen, aber wenn diese Nummer hier unten durch ist, so wie ihr seht, ich habe das Ding hier aufgestockt, mein SL geht jetzt ebenfalls hinterher, der geht über diesen Zielbereich. Aber den, damit ist die Gesamtposition, ja? Torsti, genau, zieh ruhig nach, dass du das alles vernünftig absicherst, aber die Stops ziehst du nicht automatisch nach mit einem, wie du jetzt die Buy Limits mit einem immer mit einem Stück hinterher ziehst, sondern das machst du manuell. Oder ist es generell auch, sage ich mal, halb automatisiert dann denkbar, dass der die automatisch nachzieht? Also, ja, also ich muss fairerweise sagen, ich bin, wie gesagt, ich sitze hier in der Valla Pampa im Wohnmobil. Wer das nicht weiß, ganz kurz zusammengefasst, ich bin 5 Monate auf Wohnmobiltour. Quer durch Europa, wir sind durch Dänemark, Schweden bis fast zum Nordkap und sind jetzt hier 200 Kilometer südlich vom Nordpolarkreis und gehen dann über das Baltikum, über Litauen, Estland, Lettland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, runter nach Kroatien, von Kroatien nach Italien und von Italien dann über Österreich wieder nach Hause. Ich handle solche Sachen einmal hier bei mir auf dem Rechner. Hier ziehe ich meine Stops manuell nach. Ich habe parallel dazu eine Cloud,
Und in der Cloud führe ich die Stops oder lasse ich die Stops automatisch nachführen. Da arbeite ich nicht mit einem Stop-Loss, sondern ich arbeite dann so wie hier mit einer Buy-Limit. Die erkläre ich jetzt gleich mal, weil ich habe hier unten jetzt eine Buy-Limit und diese Limit hier unten, ich klicke die jetzt mal an und da werdet ihr sehen, diese Limit ist eine Limit Pullback und die setze ich jetzt in dem Fall sogar auf 2 Punkte. Das heißt, diese Limit Pullback, wenn die jetzt geholt wird, das heißt, wenn der meine Limit Order hier jetzt greifen sollte, dann schließt er die Position erst, wenn er 2 Punkte wieder zurückläuft. Das heißt, sollte der jetzt durchkrachen hier, durch irgendwelche News oder sonst irgendwas, würde er meine Limit Order in dem Moment, wo er die jetzt erreicht, vor sich herschieben. Und zwar so lange nach unten vor sich herschieben, bis er einen Rücklauf von 2 Punkten hat. Und erst wenn er 2 Punkte zurückgelaufen ist, erst dann würde er die Position schließen. Eher nicht. Das heißt, wenn er jetzt hier unten durchschießen sollte, durch irgend, was weiß ich, Draghi lässt jetzt einen Pups und irgendwie einen falschen Pups, der dem Euro schadet und der ballert hier nach unten durch, werde ich nicht auf den Punkt bei 1.11.53 rausgeschmissen, sondern der schiebt meine Limit Pullback, also die Limit Order, so lange vor sich her, bis er 2 Punkte zurückläuft und erst mit dem Rücklauf wird diese Position geschlossen. So. Und auch hier werde ich meine Stops anpassen und zwar genau auf diese Zielbereiche hier. Dahin. Damit ist diese Short-Position von 77 kommend mit 15 Punkten abgesichert. 2 Positionen sind drinne, kann also nichts mehr passieren. Diese Position ist ebenfalls aufgestockt, die ist doppelt so groß, der kann auch nichts mehr passieren. Moin Thorsten, habe deinen Einstieg verpasst, wird er heute Nachmittag wiederholt. Ja, das könnte sein, dass der wiederholt wird. Gucken, was sich heute Nachmittag ergibt. Ansonsten will ich das heute Nachmittag nochmal erklären. Ich werde sogar, wenn ich meinen Stop jetzt nachziehen kann und der jetzt da unten durchgeht, würde ich meine Limit jetzt einen Zielbereich weiterziehen. Dahin. Und zwar, wenn er nämlich jetzt ein neues Tief macht, geht mein Stop da oben drüber. Ich stocke jetzt nicht nochmal auf. Dann kriege ich immer Ärger, weil dann kommt dieser Mr. Margin und ruft an, um die Frage mal zu beantworten, die mir regelmäßig gestellt wird, welche Kontogröße da dahinter steckt. Ich handle kleine Konten. In der Regel Konten zwischen, ich handle mehrere Konten, aber in der Regel Konten zwischen 4.000 und 10.000 Euro. Kein Konto größer, schon alleine, um mich selber zu schützen. Ich weiß, was bei uns im Kopf vorgeht. Ich weiß ganz genau, dass uns der Kopf oft einen Streich spielt und wer meine Wohnmobiltouren mal nachverfolgt, die Reiseberichte kann man bei uns auf der Homepage sehen. Ralf schreibt da bestimmt gleich mal den Blog rein, wo man die Reiseberichte nachlesen kann. Moin Ralf, unser Supporter hier. Der wird mitgekriegt haben, dass ich vor 2 Jahren ein 10.000er Konto auf 17.000 hochgehandelt habe innerhalb von 3 Wochen und das 17.000er Konto dann an einem Wochenende, als die Griechenkrise explodiert ist, habe ich dieses Konto gekillt und musste sogar 2.500 Euro nachschießen. Daraus habe ich gelernt, dass ich mit kleinen Konten wesentlich besser zurechtkomme. Gut, ich gehe damit oft an die Grenze dann, wenn ich Positionen pyramidisiert habe, so wie hier, wenn ich die extrem pyramidisiere, dann gehe ich damit gerne mal an die Grenze, aber ich werde auch immer mal zur Vernunft gerufen und so, solche Leute, die bei Christa ringsrum sitzen, die sorgen denn dafür, dass auch mal eine Position geschlossen wird, wenn die Margin eben nicht langt. Reine Diese Sicherheit, mein kleinen Freund. Konten. Reine Sicherheit. Ja, Aber Selbstschutz. Selbstschutz. Wir haben ja im Übrigen auch, das kann ich an der Stelle vielleicht gleich erwähnen,
Das ist ja, die BaFin hat ja entschieden, eh keine Nachschusspflicht mehr einzustreuen. Das haben wir seit Ende Januar schon nicht mehr. Also das heißt, ob das jetzt Sinn macht, rein von Broker- und Investment-Marktstruktursicht, sei mal dahingestellt. Aber für den Trader ist es natürlich ein Riesenschutz, dass er wirklich nicht mehr verlieren kann als das, was er auf dem Konto hat. Das war, wie gesagt, letztes Jahr noch anders, ist am Future-Markt ohnehin anders. Also da gibt es sowas wie Margenpflicht und dann eine Aufhebung der Nachschusspflicht natürlich nicht, weil man ja auch einen Hebel bekommt. Ja, das ist insofern eigentlich ganz logisch. Aber grundsätzlich hat die BaFin ja auch entschieden, wer hier in Deutschland aktiv werden will, muss eben, jetzt ist es auch schon einen Monat wieder her, seit die Regel kam, innerhalb der kommenden Zeit, 3 Monate exakt, hier auch die Nachschusspflicht abstellen. Und die gibt es bei uns nicht. Also insofern, wenn man ein Konto handelt, dann ist das, was eingezahlt ist, das Risikokapital. Das war, wie gesagt, früher nicht so. Bei uns seit Ende Januar bereits der Fall, dass es keine Nachschusspflicht gibt. Insofern ein gewisser Schutz für die Trader, ganz klar. Und da sind auch unsere Systeme natürlich dran, dass das, wenn man in den Margin Call läuft, also überhebelt sozusagen Positionen gegen eingehen, dann gibt es eh das Stop-Out-System, da werden die Orders eben oder die, die am meisten im Verlust sind und die Margen eben auffressen, die hinterlegte sozusagen dann eh rausgenommen, sukzessive. Also man wird verlieren, aber eben nicht mehr als die Einlage im Konto. Thorsten, eine Frage, deine DAX-Position. Also ich habe ein paar Fragen, auf die wir dann noch eingehen werden. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, du kannst gleich fortführen, aber es passt ja gut zum Thema. Und jetzt auch noch zum Thema passend, wenn du sagst hier, du wurdest übers Wochenende gekillt mit einer Position, wo du, ich sag mal, 70%, du sagst das 10.000 Konto, 10.000er Konto auf 17.000 hochgetradet, das ist ja schon mal beachtlich. Und dann in 3 Wochen, also da hast du schon ganz schön Gas gegeben. Ich will sagen, da hast du auch sicherlich ein Stück weit mit dem Risiko gespielt. Aber die Frage, die jetzt hier ist, gerade mit so einer Wochenendaktion, ob du auch deine DAX-Position jetzt, die jetzt mittelfristig ausgelegt sind, eben auch ganz zwanglos über das Wochenende hinaus nimmst oder dann praktisch immer Wochenend-free, sozusagen Freitag schließt alle Positionen. Aber ich denke, mit den Swing oder, wie du schon sagst, mittelfristigen Positionen sind das auch Positionen gerade beim DAX, die du übers Wochenende hältst, richtig? Jetzt kann ich 2 Antworten geben. Eine, die mir passt, die dir aber nicht passt. Sag das, was hau einfach raus, Thorsten. Wir kennen dich, wir wissen das zu schätzen. Insofern gibt es keine falsche Antwort, glaube ich, ganz sicher. Du hast ja gerade gesagt, es gibt ja keine Nachschusspflicht. Also eigentlich müsste man so eine Position vorm Wochenende aufstocken, was das Zeug hält, was die Margin hergibt. Mhm. Nein. Nein, tue ich nicht. Also es kommt ganz drauf an. Also diese Position, nehmen wir mal die hier, die ist jetzt ziemlich gut unterwegs. Da. Die kommt von 12,844 im Durchschnitt. Wir haben ziemlich weit oben angefangen. Ich wusste aber allerdings nicht, dass er hier dreht. Wir sind bei 12,59 gewesen. Die 13.000 stand eigentlich noch auf dem Deckel. Deswegen habe ich angefangen bei 12,59 in diesem Bereich dann nachher zu pyramidisieren, habe da die ersten Positionen eröffnet und habe die dann Stück für Stück pyramidisiert. Das heißt, diese Position ist jetzt sehr weit vorne. Wir haben heute erst Donnerstag. Ich warte morgen ab und gucke mir den Spaß morgen an. So wie man hier schon sieht, lauere ich drauf, dass er diese Bewegung auf jeden Fall bis hier unten an die 12,7 vollendet. Die hat er noch nicht vollendet. Diese Bewegung mal diese Bewegung, beziehungsweise sogar die dritte Bewegung, hier diese Linie ist falsch, die hat da drin nichts zu suchen, die ist aus dem Webinar gestern. Da, erste Bewegung, zweite Bewegung, die ist durch. So, und jetzt sollte die dritte Bewegung nämlich kommen und die sollte hier unten durchschießen. Wenn er diese Tiefs hier unten knackt, wenn er durch die 12,7 durchgeht, dann lasse ich die Position drinne, auf jeden Fall zum Teil. Das sind 35 Dachse. Ich werde wahrscheinlich von den, was sind jetzt 3.400 Euro, die die Position vorne ist, ja, 3.424, wie man sehen kann, die diese Position vorne ist, und ich werde wahrscheinlich von dieser Position 20 Dachse rausschmeißen, also mit 2.000 Euro ungefähr werde ich aussteigen und werde die restliche Position übers Wochenende laufen lassen, vor allen Dingen, wenn er diese Tiefs hier unten nimmt. Wenn wir einen Wochenschluss unter 3,7 haben, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir mit einem Down-Gap öffnen. Und dieses Down-Gap würde ich ganz gerne mitnehmen. So. Ich will nur diese Position im Auge behalten hier. So,
Jetzt hat er genau unseren Zielbereich von unten hier erwischt. Wir wollen uns ja auf meinen, auf unseren Handel konzentrieren. DAX mache ich nebenbei. Auf die Fragen hier, die jetzt gerade aufgetaucht sind, gehe ich gleich drauf ein. Okay, von Tasso und von Ingrid und von Klaus, meinem Zweitkunden hier, und gehe ich gleich drauf ein, beziehungsweise die spiele ich ein paar Fragen weiter an Chris. Die Links habt ihr hier im Chat auf der rechten Seite, die hat unser Ralf da gerade eingefügt, den Link von unserer Homepage www.forexpro-systeme.de. Dort habt ihr auch übrigens ein Kontaktformular, wenn ihr mehr wissen wollt, füllt ein Kontaktformular aus mit Telefonnummer und gebt mir bitte ein Zeitfenster. Nur weil ich im Wohnmobil unterwegs bin, heißt das ja nicht, dass ich Urlaub mache, sondern wir arbeiten ganz normal. Ich habe nur meinen Arbeitsplatz verlagert. Und ich sage, wir können in dem Telefongespräch, in dem Telefonat viel mehr regeln als per Mail hin und her. Schon alleine mit dem Hintergrund, dass ich viel schneller sprechen als schreiben kann. Darunter ist der Link zu unserem Blog, zu unserem Reiseblog. Da könnt ihr nachvollziehen, was wir machen, was wir handeln und so weiter. Gehe ich, wenn es recht ist, gehe ich mal auf die Fragen ein, Chris. Na logisch. Chris ist in der Küche, kocht mir gerade einen Kaffee. Ja, im Wohnmobil, gerade mal 2 Meter neben dir, das ist doch nicht so schwer. Aber kannst du auf jeden Fall, geh ruhig mal sukzessive auf die Fragen ein, können wir jetzt langsam durchgehen. Wie gesagt, jetzt hat der Euro eine schöne Gegenbewegung gestartet. Ja. Wie gesagt, im 1-Minuten-Chart ist es natürlich wirklich, ja, ich sage immer so gern Königsdisziplin, weil da geht halt wirklich im Minutentakt eine neue Periode vonstatten und man hat nicht die Zeit, sich hier, sage ich mal, groß auf Überlegungen einzulassen. Deswegen hast du ja vorhin gesagt, du brauchst ein klares Regelwerk, du brauchst eine klare Vorgehensweise, und das ist ja genau das, was du auch hier sozusagen jetzt hier sehr, sehr schön darstellst, und bin mal gespannt, wohin die Reise jetzt hier noch geht. Also gerade jetzt auch mit den Positionen, die jetzt da laufen. Was ich dazu erklären will, ganz kurz, warum liegt mein Stop da? Ich habe meinen Stop ja weder an den Zielbereich gelegt, noch irgendwas, sondern ich habe ihn ja da drüber gelegt. Ich sage mir, ich muss lernen, mich in die anderen Händler reinzudenken. Was machen die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? Heißt für mich, diesen Zielbereich sehe ja nicht nur ich, sondern wir haben einmal diesen Zielbereich und wir haben hier diesen Doppelboden. Da und da. Das heißt, die Händler, die ihre Stops platzieren, werden die auf diese Linie legen oder an diesen Doppelboden. Da lagen die Stops, und diese Stops müssen in der Regel auch geholt werden. Da haben wir den Zielbereich und da haben wir den Doppelboden. Und jetzt ist er genau mit diesem Hoch ganz kurz da oben durchgelaufen, hat genau diese Stops geholt. Deswegen liegt mein Stop ein paar Punkte höher. Ich gebe ihm dann ein bisschen Luft. Weil wenn die anderen Stops da liegen, muss ich ja nicht meinen noch dazulegen, oder? Sondern ich habe ihn ganz bewusst deswegen auch ein Stück höher gezogen, um die Frage zu beantworten von Dirk. Tasso, hallo Thorsten, ich bin noch vergleichsweise neu beim Daytrading. Kannst du mir bitte einen Hinweis geben, wie ich eine Einführung in die relevante Software bei JFD oder anderswo bekomme, sodass ich im 1-Minuten- bzw. 5-Minuten-Chart handeln kann? Vielen Dank im Voraus. Mein lieber Tasso, geh bitte auf unsere Homepage, füll ein Kontaktformular aus, wenn es geht sogar mit einer Uhrzeit, wann und wo ich dich erreichen kann, telefonieren wir beide, erkläre ich dir nochmal, was wir machen, und dann nimmt sich auch unser Ralf oder ich Zeit, wir kommen per Fernwartung bei dir mal auf den Rechner. Du kannst, wenn du dein Konto bei JFD über uns eröffnest, mach ein Demokonto über unseren Link auf, den findest du auf unserer Homepage unter forexprosysteme.de. Mach dort ein Konto auf, dort, dann findest du auch die Software dort, und unser Ralf oder ich nehmen uns gerne mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit und erklären dir unsere Software etwas genauer. Dann weißt du auch, wie das funktioniert. Ist das die Euro-Pro-Software? Fragt die Ingrid, wo sie die Order platzieren. Kein MT4. Das, was wir hier haben, ist ein modifizierter MT4. Das ist der Stereo-Trader, den wir auf den MT4 oben drauf gepackt haben. Das heißt, wir haben aus dem MT4 eine professionelle Plattform gemacht. Mir ist der klassische MT4 ist für mich der Kindergarten, die Sandkiste. Wenn man als Profi handeln will oder professionell handeln will, braucht man ein paar Tools, die der MT4 einfach nicht hergibt. Deswegen haben wir den Stereo-Trader da oben drauf gepflanzt, und damit platzieren wir unsere Order.
Tatsu hat gerade geschrieben, herzlichen Dank, Thorsten. Ja, sehr gerne doch. Da ist meine Order raus. Scheißegal, Tagesziel hat er nicht kaputt gemacht. Gucken, was hier los ist. Die ist auch schon raus. Also wie ihr seht, wir haben fast ein dreifaches Tagesziel damit jetzt im Sack. Jetzt warten wir 10 Uhr EZB-Bericht ab und eventuell einen Rücklauf, gucken, wie weit er jetzt laufen darf. Jetzt wird er übergeordnet, wahrscheinlich ein Stück weiterlaufen, gucken wir uns aber gleich gemeinsam an. Tasso sagte gerade, herzlichen Dank, Thorsten. Ja, sehr gerne. Ein Hinweis dazu, wer mit uns arbeiten will, bei uns gibt es kein Sie. Deswegen rede ich hier auch alle mit Vornamen an. Ich hoffe, das stößt nicht zu negativ auf. Ich bin eigentlich ganz gut erzogen, auch wenn der eine oder andere das abstreitet. Aber bei uns gibt es kein Sie. Wir reden über das heiligste Thema, das heißeste Thema, über was man mit Menschen überhaupt reden kann. Wir reden über Geld. Und wenn einer Scheiße baut, ist es besser, wenn ich sage, du Idiot, als Sie Idiot. Das Zweite ist, sind Datenschutzgründe. Es ist besser, wenn ich hier auch die Ingrid mit Ingrid ran anrede und den Klaus mit Klaus, als wenn ich mit sagen muss, Herr Schulz, Herr Meier, Herr Müller, dann weiß gleich jeder, wer das ist und ich will den Datenschutz verletzen. Also, ich hoffe, das ist in Ordnung. Wen das stört, ja, hat Pech hat, ne? Sie Idiot klingt aber besser. Ja. Wer da Wert drauf legt, dem sage ich auch mal Sie Idiot. Ja, da bist du schmerzfrei. Wer dich kennt, weiß das. Ich bin da völlig schmerzfrei, ja. Ist das Euro pro, achso, die hatten wir gerade mit einem kleinen Konto, aber das bis an die Grenze kann ja trotzdem Money Management sein, nur eben nicht per Konto, sondern per eigenem Gesamttrade Crash. Ja, mein lieber Klaus, da hast du vollkommen recht. Ich gehe ja auf eine Position nach einem vernünftigen Money Management mit 2%, ungefähr mit 2% Risiko ein. Wenn ich eine Position pyramidisieren kann, so wie ich das hier vorhin gezeigt habe. Hier im 1-Minuten-Chart habe ich die Position vorhin im Gewinn pyramidisiert. Und ich habe meinen Stop immer im Gewinn gelassen. Ich bin ja nicht mehr ins Risiko. Ich habe meinen Stop immer im Gewinn gelassen. Und damit konnte ich überhaupt mein Money Management gar nicht mehr verletzen, weil ich war aus dem Risiko. Und wenn ich aus dem Risiko bin, meinen Stop im Gewinn nachführen kann. Und wenn ich den bloß bei, wenn ich dreifache Position habe, und habe nur den Stop 3 Punkte im Gewinn, bin ich insgesamt klassisch gerechnet bei 9 Punkten im Gewinn. Es kann doch gar nichts passieren. Ich mache mein Money Management nicht kaputt. Dessen muss man sich im Klaren sein. Wie ist das mit der Nachschusspflicht, wenn man mehrere Konten bei JFD hat? Wenn ein Konto geschlossen werden muss, greifen Sie dann auf andere Konten zurück. Einige Konkurrenten macht das wohl so. Die Frage muss Chris beantworten. Ja, ich weiß gar nicht, Heini, bist du Mann oder Frau, aber das ist eigentlich auch wurscht, weil das ist ja schon sehr eigentümlich, ja, also die Margin Calls Nachschusspflicht gibt es ja wie gesagt nicht, aber das bezieht sich immer nur auf den Account, also um Gottes Willen, wenn ihr beispielsweise 2 Konten habt und ein Konto ist mit 10.000 kapitalisiert, das andere mit 1.000 und das 1.000er läuft in den Margin Call oder wird sozusagen ins Minus gedrückt, dann ist da bei 0 Schluss und da wird nichts irgendwie ans andere Konto geheftet oder dann das sozusagen da als Kunde gesehen, nein, es wird immer pro Konto gesehen, um die Frage zu beantworten. Also was der Konkurrent da immer macht, das ist wahrscheinlich sehr eigentümlich, aber nein, das bezieht sich nur auf den Account. Ja, also ich weiß, es ist ein Broker in London, der genau das tut, der rechnet dann die Konten untereinander gegen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Konto mit 10.000 plus habe und habe ein Konto, was übers Wochenende, wenn ich eine Position übers Wochenende halte und das Konto steht am Montag früh 2.000 im Minus, dann rechnen die das mit dem zweiten Konto, mit dem 10.000er Konto gegen, buchen von dem 10.000er Konto 2.000 Euro um. Na, so ist es bei uns nicht. Muss ich Herr oder ihm, ihr, R.H. Recht geben. Aus MT4 eine professionelle Plattform gemacht, der war gut. Ja, ist so. Also der MT4 bietet ja gute Tools zum Programmieren und so weiter, ist ja alles ganz gut und schön, aber vom Handling her ist er einfach scheiße. So, jetzt haben wir hier genau diese Nummer, wo jetzt die meisten anfangen sich zu ärgern und sagen, scheiße, warum habe ich die Position zugemacht? Guck mal, gerade jetzt läuft er, hätte doch wissen müssen, dass er bis da hochläuft. Nein, konnte ich nicht wissen. Ist doch scheißegal. Ich habe jetzt auf 2 Konten 3 Tagesziele drin. Und jetzt kann ich überlegen, wir haben hier den Close
bei 1.11.62.2 und wir haben hier den Open auch bei 62.2. Schließt er hier drunter, haben wir ein bärisches Engulfing. Dann kann ich überlegen, ob ich mir im 1-Minuten-Chart den nächsten Entry suche und wieder einsteige, wenn das Setup es hergibt. Wer die Webinare bei uns mal sieht, der weiß, das Einzige, was uns zum Erfolg bringt, ist, dass wir keine Angst vor dem Markt haben. Angst um Geld hat meine Familie nie gehabt. Wenn ich auf die Fresse kriege, wenn ich hier irgendwo einen an die Backen kriege, aber mein Regelwerk noch stimmt, dann steige ich wieder ein. Sashidi Goal. Mein Regelwerk ist wichtig. Ich gucke nicht aufs Geld, ich gucke auf meine Pips und auf meine Punkte. Mein Regelwerk ist ausschlaggebend. So, und jetzt sehen wir mal die Nummer hier im DAX. Die entwickelt sich sehr schön. Die Position ist fast 4000 vorne. Denn auch hier haben wir die ähnliche Nummer. Am Montag ging es bergab, am Dienstag ging es bergab und gestern hatten wir den Long-Tag und damit sollten wir heute und morgen, machen wir da mal eine Gesamtbewegung draus, diese gesamte Bewegung nach Möglichkeit bis morgen Abend duplizieren. Mittwoch ist der Long-Tag. Und demnach sollten wir sogar morgen Abend mit dem DAX, wenn er das denn so macht, bei der 12.55 landen. Und wenn er bei der 12.55 landet, meine Position kommt von der 12.840, gucke ich, sind am Wochenende irgendwelche extremen Sachen, die anstehen. Wenn nicht, lasse ich ein Drittel der Position drinne, zwei Drittel fliegen raus. Ziel, wie gesagt, bis morgen Abend 12.55. Aber da können wir heute Nachmittag nochmal drauf eingehen in dem Nachmittagswebinar. Thorsten? Ja, hier bei der Arbeit. Das sehe ich. Das sehe ich. Frage, am Nachmittag handelst du Euro, US-Dollar auch oder dann eben eher so DAX und Dow Jones? Wie ist denn das eigentlich? Nein, das handle ich mit Schweinebäuchen. Ah, so ist Weil das. wir kriegen heute den ersten schönen Tag hier. Wir kriegen heute das erste Mal Sonnenschein. Wir haben heute Nachmittag, späten Nachmittag haben wir 13 Grad. Das heißt, das erste Mal seit 3 Wochen können wir grillen. Nein, ich handle Nachmittag, heute Nachmittag handeln wir. Bupp. Komm her. Was ist hier los? Na, Internet ins ferne Norden ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so schnell. Nee. Heute Nachmittag handeln wir den DAU. Ja, schön, dann kann man das auch mal ein bisschen ankündigen auch. Das ist toll, wunderbar. Also da ist Wir DAU handeln. sozusagen dein Schwerpunkt. Ja, wir handeln heute Nachmittag den DAU und den DAX und den Euro. Den Euro handeln wir sowieso. Wie immer, hier handeln wir den ganzen Tag. Wir haben hier ein Setup, wo wir automatisch bestimmte Bereiche angezeigt kriegen. Jetzt bitte nicht wieder die Frage, ja, wo kommen die her, wie werden die berechnet? Wir sehen hier zum Beispiel, das war wann am 19. am Montag. Hat er hier oben Einstiegsbereich und hier den Zielbereich aufgezeigt. Es hat nicht im richtigen Zeitfenster funktioniert, aber der hat später funktioniert hier. Er ist dann nachts hier oben reingelaufen und den Zielbereich hat er sich dann aber auch erst viel später, da jetzt endlich. Ich würde sagen, da haut doch irgendwas nicht hin. Wir haben hier unser DAO Pro, was nach bestimmten Setups funktioniert. Ich habe die Nummer leider gestern geschlossen, ich dussel, aber wir suchen uns hier in diesen Bereichen, heute Nachmittag werden die neu angezeigt, suchen wir uns Einstiege im DAO, wir suchen uns heute Nachmittag Einstiege hier im DAX und wir handeln heute Nachmittag auch Euro Pro, wenn Euro Pro noch Setups hergibt und pflücken auch heute Nachmittag die Setups, pflücken auch die Setups von heute früh, heute Nachmittag nochmal auseinander, wenn es recht ist. Klar, ich denke, das ist genau das Interessante. Bei einer Longwoche, welcher Tag ist da der Shorttag, auch der Mittwoch? Ja. Wenn wir so eine Woche haben, so wie jetzt,
Das funktioniert diese Woche hervorragend in beiden, im DAX und im Euro. Das heißt, wenn wir 2 Tage extrem short sind, was dann auch übergeordnet, ganz übergeordnet weitere Short-Setups irgendwo möglich macht, haben wir in der Regel den Mittwoch den Long-Tag. So, wir sind übergeordnet in 5 Minuten immer noch short unterwegs. Hier bildet sich jetzt eine schöne Umkehr. Jetzt müssen wir nur noch den Trend kaputt machen hier. Das wird jetzt schwer, weil das Tief hier unten ist. Ja, wäre schöner, wenn es höher wäre, ne? Ja. Das wäre schöner, wenn es höher wäre. Deswegen würde ich jetzt hier dieses Doppeltop hier oben auch nutzen. Würde jetzt hier eine kleine Korrektur abwarten. Und wenn die Korrektur kommt, würde ich den Trendaufbau im 1-Minuten-Chart nutzen. Andere Frage, Thorsten, wo kommt im Wohnmobil dein Internet her? WLAN vom Campingplatz? Ich muss fairerweise sagen, lest euch unseren Blog durch, dann seht ihr auch mein Wohnmobil. Wir nutzen wenig Campingplätze, wir sitzen meistens in der Vallapampa. Ich suche mir in der Regel freistehende Plätze. Hier in Skandinavien darf man das, das ist ein sogenanntes Jedermannsrecht. Nur nicht auf Privatgrundstücken. Das, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und ich suche mir in der Regel Plätze direkt am Wasser, wo man einen Haufen schöne Sachen beobachten kann. Und ich habe hier ein Modem im Auto, das ist nicht ganz billig, und 4 Antennen auf dem Dach. Und in diesem Modem sind 2 SIM-Karten drin. Für 2 verschiedene Netze. Über irgendein Netz kriege ich immer ein Internet. Wie ihr merkt, ist es auch ziemlich stabil, trotz der Übertragung. Ihr müsst wissen, wir haben jetzt das Webinar. 1,5 Stunden läuft das jetzt. Das heißt, wir haben ungefähr 1 GB jetzt schon mal über den Ether gejagt. Den ganzen Kram jetzt gleich noch konvertieren und wieder hochladen. Das ist das nächste Gigabyte, was dabei drauf geht. Aber über solche Modems und so eine Antennenanlage kriegt man sowas relativ stabil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alexander, ich sehe gerade, du hast doch vorab noch eine Frage gestellt zum MT5. Ja, also wir haben ja bei JFD einiges an Plattformen und an Handelsmöglichkeiten. Übrigens, der Stereo Trader ist auch etwas, worauf ihr euch jetzt im kommenden Monat mal freuen dürft. Da werden wir sicherlich noch das ein oder andere an Informationen rausgeben, weil das, was hier für Thorsten adaptiert wird, ist auch etwas, was wir in naher Zukunft auch unseren Kunden zur Verfügung stellen wollen. Nicht diese Art, das muss man dann schon beim Thorsten speziell selber in seinem Service abrufen. Thorsten, jetzt ist das Bild weg, aber nicht so wild. Aber zur Frage mit dem MetaTrader 5, wie gesagt, wir rechnen eigentlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen damit. Wir bauen da auch dazu ja eine eigene Serverstruktur auf, also nichts irgendwie fremd gepostet, gekauft oder VPS-Server oder irgendwas, sondern das ist alles wieder Hardcable, real, so wie das eben auch mit unseren ganzen anderen Systemschnittstellen ist in London, in New York, in New Jersey, wo auch echte Server per Hardcable stehen, und das machen wir mit dem MT5 auch, da bedarf es eben einer eigenen Serverlandschaft, und das ist jetzt noch ein Stück weit der Prozess des Werdegangs, aber mit dem MetaTrader 5 launchen wir dann praktisch neben dem MT4 WebTrader, MT4 Guidance, Agina Trader, jetzt dann praktisch auch noch eine neue, weitere Plattform, und da, Alexander, solltest du in den Sommermonaten, wie gesagt, damit rechnen können, das als Info und Beantwortung der Frage. Es dauert manchmal ein bisschen länger. Wir hatten ja auch verschiedene andere, jetzt eben genannte Plattformen in der Pipeline, die wir anschließen wollten. Aber wie das mit der IT manchmal so ist, eh da alles hundertprozentig funktioniert, braucht es eben immer wieder Prüfungen, Live-Tests, Back-Tests und eben dann wirklich die Final-Tests. Und wenn das erst alles läuft und hundertprozentig stimmt, erst dann können wir auch wirklich live gehen. Und insofern bedarf es da doch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber wird kommen. Okay, also hier im Euro halte ich jetzt im Moment die Finger raus. Wir sind ja auch gleich durch hier, weil ich glaube, nach einem Gigabyte, deswegen würde ich auch sehen, wann ein Gigabyte nämlich voll ist, weil dann kappt nämlich meine Leitung ganz kurz für 1 Minute. Dann könnte es sein, dass hier rausfliegt, das will ich schon mal nicht. Harald fragt gerade, hast du schon einen Wal gefangen? Walstick, also erstmal esse ich keinen Walstick, das tue ich nicht. Aber um mal zu zeigen, was man auf so einer Tour, deswegen war ihm kurz das Bild weg, Chris. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm, wenn ich das mache. Ach, Gottes Willen. Das sind dann solche Geschichten, wenn man eben mal wild steht, kann man solche Sachen hier auch sehen. Das haben wir, dieses Foto haben wir letzte Woche gemacht. Haben wir einen ganzen Schwarm Delfine beobachten können aus 20, 30 Meter Entfernung, und nicht nur die Delfine.
Die Dinger hier, die nennt man Puffins. Das sind Papageientaucher, witzigste Vögel. Wenn man das sieht, wie der hier übers Wasser stiefelt, die brauchen die sechsfache Kraft, die sechsfache Energie, um zu starten. Deswegen laufen die hier übers Wasser, die haben Entenfüße. Die laufen hier übers Wasser mit einem Affenzahn, wenn man mit dem Boot näher kommt. Und wenn die dann merken, oh Scheiße, jetzt sind wir doch zu dicht, dann hören sie auf zu rennen und tauchen einfach ab. Ganz witzige Viecher. Findet man bei uns im Reisebericht auch ein paar Bilder. Und hallo. Ja. So, und dann sieht man nämlich auch sowas hier. Falsche Reihenfolge, der ist vor uns rumgedümpelt hier. Das ist ein Pottwal. Der dann eine saubere Show abgeliefert hat. Der fing hier an, der hat sich 10 Minuten an der Wasseroberfläche ausgeruht, ist da, das sieht man dann, die liegen an 10 Minuten, Viertelstunde liegen die hier an der Oberfläche, wird von der Möwe hier oben attackiert. Man sieht, dass er hier ein paar Mal abbläst und Luft holt. Wer sich mit Walen ein bisschen auskennt, weiß, wie die das machen. 10 Minuten, Viertelstunde an der Oberfläche, ein paar Mal tief Luft holen, um dann richtig in eine Show abzutauchen. Besser konnte man das gar nicht hinkriegen. 25, 30 Meter vor unserem Boot hat er dann genau diese Nummer abgezogen. Das hier ist vielleicht 20, 25 Meter vor unserem Boot passiert. Dann richtig schön Flunke gezeigt und Step by Step langsam abgetaucht. Das sind die Bilder davon. Genau dafür, genau deswegen machen wir diese Touren und genau deswegen liebe ich diese Wohnmobiltouren, sowas zu machen. Ich würde nie auf die Idee kommen, Walsteak zu essen. Ich werde mal gucken, ob ich heute da vielleicht noch ein paar andere Bilder finde. Die Tour heißt ja dieses Jahr die schönsten und spektakulärsten Wasserfälle Skandinaviens. Das ist nicht dazu da anzugeben, wie gut es uns geht, sondern uns geht es gar nicht so gut, weil ich arbeite wie ein Tier. Wir müssen hier mit einem dreifachen Aufwand arbeiten. Es ist alles viel, viel umständlicher, als morgens zu Hause ins Büro zu gehen, auf den Knopf zu drücken. Die Technik muss stehen. Das ist alles immer nicht so ganz einfach. Aber wir machen diese Reisen einmal, weil es Spaß macht und zweitens nach dem Motto, wir labern nicht, wir machen. Es gibt, ich will keinen meiner Mitbewerber oder meiner Kollegen irgendwie auf die Füße treten, aber es gibt zu viele Quacksalber in diesem Markt, die viel erzählen. Die mir erzählen, ja, du kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst, so viel, wie du willst. Du kannst davon super leben, du kannst in warme Länder auswandern, kannst dich dort steuerfrei platzieren, kann man sich auch mal im Pool platzieren, sagen, hier, ich bin der Größte, ich bin der Geilste. Nein, wir labern nicht, wir machen, wir zeigen, dass wir unseren Lebensunterhalt auch hier auf unseren Touren unterwegs verdienen. Und ich glaube oder ich hoffe, das war heute das, was wir jetzt an Präsentation gehabt haben, weil ich sehe, wir sind fast an einem Gigabyte, wir fliegen sonst gleich raus hier. Ich hoffe, das war an Präsentation auch erstmal genug, so wie wir den morgendlichen Handel machen. Wir haben unsere Setups einmal von hier oben bis hier runter durchlaufen lassen. Wir sind hier oben einmal von der 73 gekommen und sind hier unten mit 12 Punkten und der doppelten Position im 5-Minuten-Chart rausgeflogen. Wir haben im 1-Minuten-Chart sauber pyramidisiert, sind ebenfalls hier unten rausgeflogen. Das heißt, es waren heute insgesamt, meine ich mal, muss ich nochmal nachgucken, es waren insgesamt irgendwie 280 Euro. Wer damit nicht zurechtkommt am Tag, sorry, wenn ich das hier so offen sage, aber wer mit 280 Euro am Tag nicht zurechtkommt, sollte das Bordell wechseln. Sorry, manchmal bin ich zu direkt. Nein, also das sind bummelig 5 Scheine im Monat, wer damit nicht zurechtkommt. Und wir haben es 10.15 Uhr und wir haben um 8:30 angefangen. 8:45 in 1,5 Stunden haben wir unser Tagesziel hier verdient und ich glaube, damit hat man auch verdient, dann auch mal einen Tag angeln zu gehen oder sich die Ruhe zu gönnen. Jetzt kann man sich das auch erlauben, die Finger aus dem Markt zu lassen und weil verbrennen können sich die Finger jetzt andere. Das ist nicht unser Stil. Wenn jetzt noch Fragen sind, dann stellt sie bitte jetzt und ansonsten würde ich mich jetzt verkrübeln oder noch besser ist es, schreibt sie euch auf, bringt sie heute Nachmittag mit und dann würden wir die Fragen auch heute Nachmittag beantworten, gerade wenn heute Morgen irgendwas unklar war. Nick Klaus, mein Zweitkunde,
wenn ich zu durcheinander gewesen bin, vielleicht am Anfang, verzeiht es mir, dann schreibt euch die Fragen auf, was ihr noch wissen wollt, bringt es heute Nachmittag mit, dann würde ich das heute Nachmittag auch genauer erklären. Kurze Frage, Thorsten, du bist ja jetzt auch reingegangen, ich bin ja jetzt auch als Organisator tätig, ich bin ja jetzt hier sozusagen nicht limitiert in Sachen Datennutzung. Die Frage wäre jetzt, schaltest du dich jetzt dann ab, wenn dein Gigabyte verbraucht ist, oder schaltet sich dann von dir ausgehend das Webinar auch ab? Das müssen wir jetzt dann mal abwarten, weil grundsätzlich, wie gesagt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn das so jetzt bei dir dann sozusagen gecuttet wird. Ich fliege wird, raus. Du fliegst nur raus, ne? Dann warten wir. Ich fliege raus. Also ich könnte dich jetzt, wenn du noch ein paar Sachen machen willst, weil ich fliege automatisch, der cuttet nach einem Gigabyte, cuttet der ganz kurz für eine Minute oder so und wählt sich dann wieder ein. Mhm. Aber ich weiß, wenn das bei mir gecuttet wird, fliege ich sonst aus dem Webinar. Also ich würde dir sonst jetzt die Moderatorennummer übergeben. Mhm. Dann kannst du ja eure Fragen noch beantworten hier. Genau. Und da würde ich dir jetzt die Moderatorenrolle übergeben, dann ist das nicht so schlimm, wenn ich rausfliege, sonst kann es passieren, wenn ich rausfliege, dass das Webinar beendet wird. Das war genau meine Befürchtung. Können wir genauso machen, machen wir am Nachmittag auch. Und damit du deine Datenkapazitäten hier im fernen Norden nicht überschwänglich aufbrauchst, werde ich das Webinar dann auch konvertieren, unsere erste Session, und werde es dann auch hochladen auf YouTube. Das machen wir ja bei uns immer, da könntest du auch die Live-Trading-Events der letzten Monate uns anschauen. Freue mich auf jeden Fall, Thorsten, dass du dabei warst. Wie gesagt, heute Morgen hatten wir gar nicht viele Umrede zu dir, zu deinem Hintergrund. Das machen wir heute Nachmittag aber auf jeden Fall auch noch ein Stück weit. Wir sind gleich in den Markt eingestiegen. Das ist aber auch genau das, was die Leute ja sehen wollen, weil, wie gesagt, Bauchpinseln, Pudern kann man noch genug. Ich denke, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Die Trades liefen auch für dich. Das ist auf jeden Fall wunderschön, das Hochladen auf unserem JFD-Channel, weil, wie gesagt, das ist unser Live-Trading-Event, wo wir unseren Thorsten heute geladen haben. Thorsten wird das aber sicherlich auch teilen. Also praktisch, man kann ja jeden YouTube-Videolink auch teilen bzw. auf seinen Channel ziehen. Das heißt, Thorsten wird es auch auf seinem YouTube-Channel sicherlich platzieren. Also ihr werdet automatisch, ihr kriegt eine Nachfassmail. Ich zeichne das ganze Ding, das ganze Webinar auch parallel in der Cloud und bei mir zu Hause auf dem Rechner aus. Also ich kann von hier aus auch auf die Cloud und auf den Rechner zu Hause zugreifen und werde es von da aus dann heute, allerdings über Nacht, werde ich das dann hochladen. Und ihr werdet morgen oder übermorgen am Wochenende eine Dankesmail von uns kriegen, auch wenn ich schlecht erzogen bin manchmal, aber ich kann auch Danke sagen. Kriegt ihr eine Mail und dann ist auch der YouTube-Link dort drinnen von unserem Kanal, wo das Ding dann hinterlegt ist. Dann findet ihr auch unseren YouTube-Kanal. Wenn ihr wollt, könnt ihr den ja auch abonnieren. Dann kriegt ihr auch regelmäßig die Webinare, die dort hochgeladen werden. Könnt euch da schön durchfressen. Genau. Frage an Grigori. Nachmittag gehen wir 14:15 wieder scharf, also 15 Minuten vor den News, die ja am Donnerstag meistens 14:30 anstiegen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind ja jetzt schon fast seit Jahrzehnten ein festgesetztes Date. Ansonsten gibt es da noch ein paar andere Termine, 14:30 dann. Und da wollen wir eine Viertelstunde vorher on-air sein. Und ihr kommt dann praktisch mit demselben Link. Oder sind es zwei Links diesmal, Thorsten, weil du es aufgelegt hast? Nee, ist ein Link. Genau, mit demselben Link einfach hier nochmal reinkommen. 14:15 geht's los. Wie gesagt, da starten wir, reden über den Markt, über die Aussichten, Ansichten. Und da gibt es, wie gesagt, auch Spannungen dann beim DAX. Vielleicht für den Thorsten oder Euro, US-Dollar, da soll es dann auf jeden Fall weitergehen. Ansonsten, wie gesagt, nochmal ein paar Fragen stellen zu rund um dem Thema Live-Trading, Webinare, Broker, Vorgehensweise, dass wir uns am Nachmittag da vielleicht auch noch was mitnehmen können in Sachen Vorbereitung. Ansonsten, wie gesagt, werde ich jetzt dann, wenn Thorsten rausfliegen sollte, sicherlich nochmal den Markt auch für euch covern oder auch dann zum Beispiel auch mal eine Aktie unter die Lupe nehmen können. Thorsten hat es ja aber auch vorhin schon schön angedeutet, er selbst hat sich da fokussiert mit seinem System auf spezielle Underlyings. Andere Trader sehen das wieder ganz anders, die sagen, ich habe ein Setup und adaptiere das auf verschiedene Underlyings, vom Rohstoff über den Index bis zur Aktie. Da kann man, wie gesagt, viel machen. Ich selbst bin ja, wie gesagt, auch als Analyst tätig und überall, wo ich einen Graph habe, ob das jetzt eine Wetterkurve ist oder irgendwas anderes, kann man letztlich Prognosen treffen. Insofern kann man da auch ein Stück weit noch rund ums Universum von diversen Underlyings gehen, um uns die dann auch charttechnisch mal anzuschauen. Wie gesagt, Thorsten hat da seinen Fokus und das finde ich auch gut, weil er sagt ja auch, er hat nicht nur ein System für sich gefunden, was funktioniert, sondern eben auch seine Underlyings, und da muss jeder für sich den Weg finden. Ja, der eine meint eben, um Gottes Willen, nicht zu sehr auf den DAX nur konzentrieren oder nur auf den Euro-US-Dollar,
gerade bei den Währungen sehe ich es ähnlich. Wie gesagt, der Währungsmarkt ist sehr groß und breit und je nach Timeframe gibt es da eben auch schöne ozeanische Pairs, also Australdollar, Kiwi oder also Neuseeland-Dollar und Australdollar zum Beispiel, die man schön handeln kann. Oder Yen-Pairs, auch sehr, sehr interessant. Aber das ist für Thorsten völlig uninteressant, weil er mit seinem System und seinem Fokus auf weniger Underlyings eben da den Erfolg fährt. Aber das muss jeder für sich selbst rausfinden. Und da seid ihr auch aufgerufen, natürlich in euch reinzuhorchen, was für euch funktionell ist. Und deswegen auch üben, üben, lernen, lernen. Der Trading Faktor reizt jeden, aber um da langfristig wirklich was rauszuschneiden, muss man hier neben der Disziplin natürlich auch eine Vorgehensweise haben und das muss sich erstmal alles entwickeln. Ja? Also hier, wie war Wochenendseminar, mal kurz zum Trader werden, das ist eine Illusion, die oft verkauft wird, aber in 99,9% der Fälle nicht funktioniert. Das muss man ganz klar wissen. Es ist harte Arbeit, lange Arbeit und vielleicht, Thorsten, kannst du uns zum Wort zum Donnerstag vielleicht noch was dazu sagen, bevor du dich dann verabschiedest, wie du das so siehst? Also zwei Sachen dazu. Einmal ist es vollkommen richtig. Ich habe mir abgewöhnt, solche Sachen zu analysieren. Ich sag mal, beide haben ja ihre Daseinsberechtigung, der Händler und der Analyst. Mhm. Der eine lieben gerne analysieren. Ich kenne Hobbyanalysten, die machen das sehr, sehr gut. Die sind aber nicht in der Lage, auf den Knopf zu drücken und zu handeln. Was jetzt nichts mit dir zu tun hat, Chris. Aber ich kenne genügend Leute, die können wirklich sehr, sehr gut analysieren. Wenn sie es dann aber handeln wollen, dann guckt der Kackstift 10 cm aus der Hose. Dann kriegen sie es nämlich nicht hin. Also einfach Schiss kriegen, Geld zu verlieren. Das ist der erste Punkt. Diese Mentalität, die muss man erstmal sich selber erstmal austesten, ist man in der Lage, auf den Knopf zu drücken oder nicht. Ich fühle mich hier in diesen Märkten oder in diesem Markt einfach sauwohl, weil ich hier eine Position sehr schnell absichern kann. Wie gesagt, wir sind jetzt anderthalb Stunden hier im Markt. In den anderthalb Stunden habe ich jetzt 4 Positionen insgesamt gehandelt und habe mit diesen 4 Positionen dreifaches Tagesziel drin. Und ich war sehr schnell mit den Positionen abgesichert, so dass mein Risiko minimiert war. Das entspricht meiner Mentalität, mit der fühle ich mich wohl. Das kann ich aber nicht mit 20 Märkten machen. Das kann ich nur mit einem Markt machen. Das kann ich nur mit in diesen beiden Zeitebenen hier im 1 Minuten und im 5 Minuten. Wenn ich da hin und her springe, und ihr habt es ja selber live beobachten können, wenn ich das hier sehe und das alles interpretieren muss, die Kerzenformation, die Umkehrformation, ein Fibo um 1 Minuten, Fibo um 5 Minuten, meine Zielbereiche und meine Wolken, ist der Hintergrund blau und wenn ich das alles beachten muss, dann habe ich nur die Chance, mit einem Regelwerk zu arbeiten. Deswegen habe ich mich dann darauf fokussiert. Den DAX mache ich erst seit 2015. Mhm. Intensiv. Weil mir der Euro dann irgendwann zu langweilig wurde. Ich will es nicht übertreiben, ich will nicht angeben irgendwo, aber den schüttel ich nach meinem Regelwerk, schüttel ich den aus dem Ärmel. Und dann brauchte ich einfach eine zweite Aufgabe. Deswegen habe ich den DAX irgendwann dazugenommen und den Dow, den handeln wir ja nur schon länger. Georg, der hier dabei ist, der wird das bestätigen. Den handeln wir schon sehr lange. Der Georg handelt den ebenfalls schon seit, ich glaube, war 2012 bei mir im Seminar. Seitdem handelt er den Dow genau nach dem Regelwerk. Aber das ist mein Stil. Alle anderen können ja gerne analysieren. Die können auch ihre Aktien handeln. Eine Aktie wird einmal analysiert, dann packt man sich diese, wo Costellani das sagt, einmal ins Depot und lässt sie 3 Jahre liegen. Entspricht nicht meinem Naturell. Mein Naturell entspricht es rein und wieder raus. Also jetzt hier im Markt, ne? Klar, mir geben aus. Ja, nicht wieder falsch interpretieren hier. Das kriege ich doch dann die Ohren hier. Was bedeuten die dunkelblau schraffierten Flächen? Welche sind hier dunkelblau schraffiert? Ich denke, der Hintergrund, das ist dein Long-Short-Bias, glaube ich. Ja, okay, das erkläre ich heute Nachmittag nochmal, René. Komm heute Nachmittag einfach wieder rein, dann erkläre ich das Regelwerk mal etwas genauer. Ich glaube, es ist heute Morgen ein bisschen zu kurz gekommen. Berlin-Klaus hat vollkommen recht. Er sagt, vielleicht war ich ein bisschen durcheinander, aber es liefen schon 2 Positionen, deswegen musste ich da vielleicht auch ein bisschen umher springen. Wenn es zu durcheinander war, sorry, aber wir stehen ja gerne für Erklärungen bereit. Zumal, Thorsten, wie gesagt, es gibt ja auch die Aufzeichnung, da kann man es dann auch nochmal in der Review sich nochmal anschauen und nochmal auf sich wirken lassen. Aber auf der anderen Seite, du handelst ja, wann fängst du nochmal an zu handeln vielleicht jetzt von der Zeit? Das ist 7 Uhr, oder? 7:30 morgens. Ich sitze um 7:15 sitze ich am Rechner mit meinen Leuten, also mit unserer Community handle ich morgens ab 7:30 ungefähr. Mhm, ganz genau. Und das ist ja auch so ein Punkt, du versuchst das Tagesziel ja meistens sogar schon vor den Xetra DAX, also 9 Uhr
abzufischen sozusagen, bevor dann die Hektik in Anführungszeichen losgeht. Dennoch handelst du dann manchmal trotz alledem, auch wenn du das Tagesziel jetzt schon hast, zum Beispiel heute Nachmittag dann Euro US-Dollar auch weiter, oder sagst du dir, du hast jetzt die Katze im Sack und fertig? Ich glaube, heute würdest Also du eine ich Ausnahme machen, oder machst du generell dann auch mehrere Trades? Oder ich habe so im Hinterkopf, dass du früher nur versucht hast, direkt von 7 bis 9 irgendwo was mitzunehmen, und dann war auch gut. habe früher sogar mein Tage, wenn ich mein Tagesziel drin hatte, hab ich den Kram in die Ecke geschmissen. Oder Heute so. handle ich weiter. Ich habe heute ein dreifaches Tagesziel drin. Ich werde heute Nachmittag trotzdem live handeln, aber mit wesentlich kleineren Positionen. Ich werde die Position heute Nachmittag runterschrauben, Ah ja. weil ich handle trotzdem meine Nummer durch, volle Granate, aber zu Trainingszwecken. Ich bin Händler und Händler kommt von Handeln und nicht von Zugucken, sonst wäre ich Zugucker. Aber ich bin Händler und solche Setups, so wie jetzt, wenn mir das jetzt hier mal angucke, weiß ich genau, ich will mir das Setup angucken. Wir sind jetzt hier im sauberen Fibo-Bereich gelandet. Der hat jetzt die Korrektur da sauber bis ins Maximum ausgekostet. Wir haben hier bestimmte Fibo-Bereiche, hat er sauber bis ins Maximum ausgekostet. Und hier würde ich jetzt versuchen, wieder eine Position zu platzieren. Wie gesagt, bin heute in der komfortablen Lage, dass wir das dreifache Tagesziel drin haben. Und der Stop ist hier oben auf die 69. Wir wären jetzt bei 5, 6 Punkten Stop. Das würde ich wahrscheinlich gerne eingehen. Also wenn wir so eine Möglichkeit heute Nachmittag haben und wir haben im 1-Minuten-Chart eine Abwärtstrenddefinition, wenn er jetzt eine kleine Korrektur macht hier, da kommt sie schon, wenn die zurückkommt, würde ich jetzt sogar versuchen, sowas zu handeln. Und damit würde ich aber jetzt, weil wenn ich rausfliege, wird das Webinar beendet. Chris, ich würde dich jetzt ganz gerne zum Moderatoren machen und würde mich hier verabschieden. Okay. Würde jetzt ganz gerne Tschüss sagen und wir sehen uns wieder heute Nachmittag in alter Frische. Okay? Jo, Ist dann das gib okay für noch. euch? Ich denke schon. Die Jo. Leute sind ja, es sind, als du dich vorhin verabschiedet hast, muss ich gleich sagen, da musst du Vorsicht walten lassen. Da haben sich wirklich 10, 15 Leute, glaube ich, schon verabschiedet, weil die dachten, jetzt ist dann auch vorbei. Da musst du mal vorsichtig sein, Thorsten. Aber die werden dann sehen, dass es noch ein Stück weit weiterging. Und wie gesagt, jetzt ist auch gar nicht mehr so viel, weil, wie gesagt, wir haben 2 Stunden am Vormittag, 2 Stunden Nachmittag fix. Wir haben auch schon Webinare gehabt. Da ging es bis 12. Da haben wir am Vormittag 4 Stunden gehabt. Man muss jetzt sehen, wie der Markt sich entwickelt. Euro neigt wieder zur Schwäche. Bei dir ist es jetzt eine Sache des Datenvolumens. Und da will ich dich auch gar nicht weiter davon abhalten, mir die Funktion rüberzugeben. Und dann können wir uns den Markt, wie gesagt, nochmal anschauen. Wie gesagt, ich bin ja selber Analyst und aber auch Händler, wobei ich mich hier, oder ich gebe zu, durch Computer und Algorithmen unterstützen lasse, da eben hier das Monitoring, so wie es zum Beispiel Thorsten macht, im 1-Minuten-Chart für mich unmöglich ist. Das heißt, ich lasse mich da ein Stück weit von Algorithmen stützen, aber bin natürlich gern am Markt dran und kann, wie gesagt, das habe ich auch klassisch gelernt, so habe ich angefangen, eine Research-Unternehmung gegründet, kann da, wie gesagt, viel, viel machen, bin, denke ich, ein ganz guter Analyst, aber auch durchaus ein guter Trader, wobei der manuelle Handel wirklich eine Herausforderung ist, und da kann ich nur sagen, was Thorsten meint, ihr braucht einen Weg, den ihr geht, ein Setup, was zu euch passt, und natürlich absolute Disziplin, das ist das A und O, aber das hast du heute schon gut vermittelt, und ich bin mal gespannt, was du da heute Nachmittag machst. Aber dann schieb mal rüber den Jo. Moderator. Pulk, und dann sage ich erstmal danke, Thorsten. Solange du noch da bist, kannst du ja dann auch trotz dessen, dass ich Moderator bin, noch deinen Senf dazugeben oder auch Fragen beantworten. Ja. Ansonsten sehen wir uns ja dann 14 oder hören uns auch vielmehr 14, 15 wieder. Und auf jeden Fall wunderbar. Dann genießt die Zeit und vor allem das Schweinegrillen, ne, was jetzt zur Mittagspause, zur verspäteten Mittagspause ansteht. Sorry dafür, Thorsten. Genau. Ja, alles gut. Okay, ich mache jetzt den Chris zum Moderator und wir sehen und hören uns heute Nachmittag wieder um 14:15 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch, die heute Morgen mitgehandelt haben, von meiner Community, die mitgehandelt haben, behaltet eure Punkte. Jetzt nicht gierig werden, ne? Nicht übermütig. Also, ich mache jetzt den Chris mal zum Moderator und dann bin ich weg. Tschüss, tschüss. Du musst aber auch übernehmen, sonst wäre das nichts. Ja, Also. gib mir mal ein bisschen Zeit, ne? Das ist ja, sag mal, du weißt gar nicht, mit welcher Geschwindigkeit du unterwegs bist, aber das hat sehr, sehr gut geklappt, Thorsten, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Hätte ich jetzt auch fast nicht erwartet, aber wie gesagt, du handelst ja auch live von deiner Tour aus. Das ist natürlich auch so ein Highlight. Ja, das kann, wie gesagt, nicht jeder, aber du hast dich da gerüstet mit deinen Antennen und deinen Routern und deinen Zugängen und deinen doppelten SIM-Karten, sodass du da tatsächlich auch das machen kannst, was du zu Hause tust. Thorsten, du bist ja noch da, ne?
Ja. Frage, hast du da nur einen Laptop am Start oder hast du, weiß ich nicht, zwei Monitore oder mehr oder wie viele Monitore brauchst du überhaupt? Das ist so eine Frage, die mich umtreibt. Also ich habe zu Hause immer drei Monitore. Ich habe das hier reduziert, weil ich habe hier einen 32 Zoll Fernseher eingebaut, einen Full HD, der jetzt die Funktion als Bildschirm übernimmt, und ich arbeite hier mit einem Surface Book. Die Surface Book hat den Vorteil, dass da eine vollwertige Version, Windows-Version draufläuft und damit auch der Stereo-Trader als vollwertige Version drauflaufen kann und auch läuft, weil ich kann den Bildschirm als Tablet abnehmen und klemme da den Bildschirm dann während der Fahrt vorne aufs Armaturenbrett, damit ich die Charts auch während der Fahrt im Blick habe. Uiuiui, während Das der Ding hat. Fahrt, Thorsten, das haben jetzt hoffentlich nicht die, bist du gerade in Finnland, glaube ich, die finnländischen Polizisten nicht gehört. Während der Fahrt Ich klemmst du bin mal den in Monitor im Mund. Norwegen und ein Tablet bedienen ist ja noch erlaubt. Ja, das ist wie ein Ich habe Navigationssystem, ne? Das Surface Book, Klaus, um die Frage zu beantworten. Das Surface Book. Es gibt ja Surface 3 und Surface 4, glaube ich, und es gibt das Surface Book, und ich habe das Surface Book in der größten Version, weil ich da einen vollwertigen Rechner habe, eine vollwertige Tastatur. Und damit eben, so wie hier, das Webinar damit ganz sauber machen kann und habe dann über den Mini-Display-Port den Fernseher über HDMI angeschlossen und den benutze ich als zweiten Bildschirm, und ein Bildschirm in der Größe langt vollkommen. Aber wie gesagt, ich kann den Bildschirm von dem Surface eben abnehmen und hänge mir den vorne aufs Armaturenbrett auf so eine Halterung, so ich die Charts während der Fahrt immer im Blick, und wenn sich irgendwas tun sollte, Pannenblinker an, rechts ran, Position platzieren, weiter geht's. Na, guck mal an. So ist eine Vorgehensweise, ja, wie der Thorsten sich da sozusagen zurechtgebaut hat. Und die Tour selber geht ja auch 5 Monate rund. Auf jeden Fall beachtlich. Und dann mal viel Erfolg weiterhin da. Und du hast uns vorhin auch ein paar Impressionen mitgegeben, mal abseits des Tradings, ja, ist natürlich schon ein Erlebnis, da mal ein Stück weit Natur pur wahrzunehmen. Also das war auch eine schöne Impression oder Impressionen vielmehr. Ja, so sollte es auch sein. Dafür machen wir ja diese Touren, ne? Ja, Lebensqualität, das ist ja auch schon wichtig. Du hast ja vorhin gesagt, wie gesagt, man kann, Geld ist relativ duplizierbar, wenn man sich an den Märkten erfolgreich bewegt oder eben erfolgreich arbeitet. Das ist ja eine Grundeinstellung zum Leben. Also da kann man ja, wie gesagt, das sich sozusagen aufbauen, aber Zeit ist natürlich ein sehr, sehr kostbares Gut und das sollte man auch wirklich produktiv einsetzen. Und ja, das ist natürlich ein Stück weit Lebensqualität, was du dir dadurch aufgebaut hast. Ich denke, früher als du noch da der Bauherr warst oder da in der Baubranche, war es schlicht und ergreifend so überhaupt nicht denkbar, so eine Lebensqualität an den Tag zu legen, oder? Gar nicht, überhaupt nicht. Also wer mal auf dem Bau gearbeitet hat oder wer eine Baustelle kennt, wer vielleicht selber schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, was das für Stress ist. Und ich bin jetzt Mitte 50, ich habe zwei Herzinfarkte weg, und dann muss man auch mal drüber nachdenken. Oder man kommt dann ins Nachdenken, man denkt über das Leben auch ein bisschen anders nach. Man wird auch ein Stück bescheidener. Ich habe früher auch, war früher immer der Meinung, ich muss irgendwie, was weiß ich, 30, 40.000 Euro hier im Monat verdienen. Diesen Zahn habe ich mir nachher ganz schnell gezogen. Und eine gewisse gesunde Bescheidenheit, die, wie hat der Klaus vorhin, glaube ich, geschrieben, oder wer war, nee, Günther hat vorhin geschrieben, oft ist weniger mehr. Und genauso ist es. Habe ich in der N24-Reportage, die man bei uns auf der Homepage auch sehen kann, die haben sie mal bei mir im Büro gedreht, habe ich auch gesagt, ich nehme lieber 1% von 100.000 als 2% von nichts. Richtig, richtig. Da gab es ja auch die Doku auf N24, genau, ich erinnere mich. Richtig, richtig. Ja, genau. Die ist bei uns auf der Homepage verlinkt, findet man auf YouTube, muss man nur mal nachgucken. Daytrader, der Traum vom schnellen Geld, Daytrader 3. Da sieht man auch mein Büro und die Interviews und so weiter. Kann man sich da gerne mal angucken, wenn man Vielleicht will. jetzt final zum Abschluss, wie gesagt, so langsam nähern wir uns auch der legitimen Zeit. Und wie gesagt, heute haben wir tatsächlich mal die Range fast so perfekt ausgeschöpft. Wie gesagt, es gab schon Webinare, die gingen 3 Stunden am Vormittag und länger. Jetzt hast du, wie gesagt, ja alles fein gemacht. Sagen wir mal, Trade gut abgespult, Tagesziel dreifach eingefahren. Insofern wollen wir es auch gar nicht überdehnen. Aber wie bist du zum Trading gekommen? Ich meine, das ist ja nun Baubranche und dann Schrägstrich Trading sind ja, also sind ja Welten, ja. Würde ich ganz gerne heute Nachmittag erzählen.
Okay, nimm dir das mit, nimm dir die Frage auf jeden Fall mit, weil ich denke, das interessiert sicherlich viele Teilnehmer, weil das ist ja, wie gesagt, es gibt ja meinetwegen den Bäckermeister oder den Friseur oder den Einzelhändler oder den Kaufmann, den Autoverkäufer, was auch immer, aber dann eben zum Trading zu kommen, ist natürlich dann doch schon eine gewisse Spezialisierung und da wäre durchaus die Frage sehr, sehr interessant, wie, warum, wieso hast du das so gemacht und was hat dich dazu bewogen, weil ich denke mal, wie gesagt, vom Handel leben ist für viele eine sehr, sehr schöne Vision, aber das dann auch umzusetzen, ist natürlich ein ganz, ganz langer und steiniger Weg. Und viele kommen meinetwegen aus der Branche, ja, aus der Bankerbranche, vom Investmentbanking, vom Hedgefonds oder wie auch immer. Das heißt, sie sind schon vorgeimpft und wollen das dann praktisch privat weitermachen, aber sozusagen von einer ganz anderen Branche da privat einzutauchen, ist es ja doch schon ein anderes Level. Gut, unübliche Zeiten heute, muss raus. Der Klaus hat sich verabschiedet. Aha. Aber danke für den Gruß, danke für das positive Feedback. Wie gesagt, ich will auch hoffen, euch hat es gefallen. Heute die Runde hier mit dem Thorsten, freue mich auf jeden Fall. Das war ja ein Debüt sozusagen. Wir haben ja die Live-Events ein, zweimal im Monat immer. Und Thorsten ist ja auch viel beschäftigt mit seinem Service, mit seinen Trading-Skills. Oder du hast ja auch Seminar, wie du sagtest, das tausendste Webinar letztes Jahr in Göttingen. Das sind ja auch immer wieder Events, die anstehen. Insofern ist die Zeit natürlich da auch immer eng und knapp gesegnet. Aber jetzt haben wir es endlich mal geschafft, über den Sommer hinweg sozusagen uns da zusammenzufinden. Und das muss ja auch nicht das Letzte gewesen sein, ne? Nee, überhaupt nicht. Gerne. Okay. Okay, Bin ja dann auch ist irgendwann gut. wieder zu Hause, ne? Was nochmal? Ich sage, ich bin ja auch irgendwann wieder zu Hause, ne? Ah, ganz sicher sogar, Thorsten. Mir schwelgt da auch was vor, wie gesagt. Wir haben da das ein oder andere ja immer noch im Fokus und freue mich, wie gesagt, dass du jetzt auch da bei uns als Broker deinen Zielhafen gefunden hast, so will ich es mal sagen. Für was JFD steht, liebe Leute. Wer Fragen dazu hat, nutzt jetzt noch die Minuten. Ich sage, ich habe schon viel davon preisgegeben bei Seminaren, Webinaren, auch auf den IB Days und dergleichen. Ich wiederhole mich da aber gerne. Ich selbst bin ja, wie gesagt, auch vom Analystentum zum Trading gekommen. Selbst bei JFD seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen, einer der ersten, der hier sein Live-Konto eröffnet hat, Ende 2011. Und JFD gibt es ja erst seit 2011. Also es war tatsächlich, da bin ich auch noch mit einer neuen auf meinem ersten Live-Konto in der Kontonummer gesegnet. Also die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Bin aber da, wie gesagt, vor auch da mit Lars Gottwig, dem Gründer von JFD, da auch schon eine lange Beziehung gehabt zu haben, weit vor der Gründung von JFD. Bin auch, wie gesagt, froh, auch Bestandteil des Teams hier zu sein. Und das, was ihr lest, wir behaupten nicht nur, dass wir transparent sind, sondern wir sind es. Wir handeln nie gegen euch, liebe Leute. Das müsst ihr ganz klar wissen. Und da gab es auch heute, oder ich habe auch heute mal gelesen, vielleicht kennt den der ein oder andere, den Anton Kreil, das ist ja so ein Trader, der da auch verschiedene Videos auf YouTube hat und dergleichen. Der hat vor kurzem auch ein Video gepostet, wo es eben um Ausführungen an den Markt geht, was mit CFDs zusammenhängt, mit Forex, mit OTC-Markt allgemein, also Märkten, die hier sozusagen over the counter, also nicht an realen Börsenplätzen stattfinden, sondern über Pools, Liquiditätspools oder wie auch immer. Und deswegen müsst ihr tatsächlich auch, wenn ihr, sage ich mal, bei anderen Brokern seid, tatsächlich mal hinter die Kulisse schauen, ob ihr wirklich am Markt ausgeführt werdet und glaubt mir, langfristig macht das einen riesen Unterschied, ob ihr faire Preise bekommt, faire Ausführungen oder dann schlussendlich sogar gegen den Broker handeln müsstet. Ja, also das heißt, wenn der Broker die Trades ins eigene Buch nimmt und an euren Verlusten profitiert, partizipiert, ist das ein riesen Interessenskonflikt. Und da hatte ich unlängst auch mal einen Call mit einem zukünftigen Kunden, der dann mich so fragte, ob wir irgendein eigenes Buch haben. Ja, also B-Booking nennt man das tatsächlich. Der Broker hat ja die Wahl, den Trade an den Markt weiterzugeben oder eben, wenn er eine Market Maker Lizenz hat, auch hier eigene Preise zu stellen oder die Trades dann auch in-house zu behalten. Ja, und dann, wenn der Broker sich nicht absichert am Markt, also ihr seid jetzt long zum Beispiel, und wenn er sich dann nicht entsprechend absichert, also eine Gegenposition am Future-Markt zum Beispiel einnimmt, dann ist es soweit in Ordnung, wenn euer Long schief geht, nämlich insofern, dass der Broker dann an euren Verlusten partizipiert. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Und viele Broker nutzen eben dann eben die Funktion. Nicht alle, es nimmt auch nicht jeder Broker jeden Trade ins eigene Buch, das muss man auch sagen. Ja, Market Making per se ist nicht schlecht, aber es wird eben viel Schabernack damit betrieben und bei uns bei JFD gibt es den Interessenskonflikt gar nicht, weil wir keine Market Maker Lizenz haben. Das kann ich nur noch mal unterstreichen. Wir handeln und dürfen nie gegen den Kunden handeln, irgendwas ins eigene Buch nehmen. Wir haben das Agenturmodell, ja, intermediär. Wir leiten die Trades weiter. Wir sind einfach eine Schnittstelle und das will ich eigentlich so hier an dieser Stelle mal noch mal kundtun. Gut. Ansonsten, Günther. Ah, den Link. Ja, den kann ich heute Nachmittag mal raussuchen.
den, wie gesagt, das Video ist, glaube ich, im Mai gepostet worden. Der hat ja da auch so einen Hedgefonds-Test mal gemacht mit verschiedenen Teilnehmern. Das ist ein sehr emotionales, hartes Video. Ja, da geht es ja auch darum, ich glaube, es sind 10, 20 Leute rekrutiert worden und die haben im Prinzip die Chance gehabt, zum Hedgefonds-Manager zu werden. Eine Frau hat es geschafft, soweit ich weiß. Hat dann Under Management tatsächlich viel Geld gekriegt. Ich glaube sogar in der Videoreihe, ich glaube es sind 4 oder 6 Videos, a mehrere Stunden, erlebt man live, wie Leute dann tatsächlich psychologisch scheitern am Trading. Ja, und der Anton, der ist da auch relativ borsch und barsch in seiner Herangehensweise, weil er sieht den Markt da relativ eisern. Aber da will ich mich gar nicht zu sehr verlieren. Es geht im Prinzip, wie gesagt, darum, dass man tatsächlich auch mal hinter die Kulissen schauen sollte. Und das tun viele Trader am Anfang eben nicht. Lassen sich blenden durch bunte Lämpchen, durch viel Plattform-Skills, ja, meinetwegen tolle Stellschrauben, Sentiment, weiß der Teufel. Ob das alles beim Trading hilft, sei mal dahingestellt. Wichtig ist einfach, dass ihr euch fair behandelt fühlt und dafür stehen wir. So, also, Günther, ansonsten Heidi, danke für das Feedback. Du freust dich auf den Nachmittag, da freuen wir uns auch auf dich. Ich bin eh, so wie gesagt, immer wieder erfreut, dass auch viele Teilnehmerinnen uns hier beiwohnen. Sind auch diesmal im Webinar einige Damen. Das dürfte auch den Thorsten freuen. Ich weiß, ihr seid nur wegen Thorsten hier, um seine leichte, raue nordische Stimme zu hören. Ja, ganz klar. Aber freue ich mich auf jeden Fall, du könntest auch heute am Nachmittag noch eine Dosis extra kassieren. Ja, genau. Da haben wir ihn schon wieder. Ne? Da lauschst du natürlich mit frohen Ohren und großen Ohren. Aber es ist richtig, wie gesagt, ich habe ja auch in Göttingen da die, was Birgit, jetzt muss ich kurz sagen, habe ich den Namen verpasst? Oh, welche Schande. Wo wir, Dagmar. wie? Dagmar. Dagmar, war nah dran, genau die Dagmar, die dann auch dann sogar spontan mit beim Koch-Event dabei war. Wie gesagt, sowas freut mich immer, da Frauen ja auch eine relative, ja, ich sag mal, sind nicht so risikoambitioniert. Muss man ganz klar sagen, ja. Also Männer gehen eben mehr ins Risiko, wollen den großen Mammut erlegen. Und da hast du dich ja auch legitimiert, Thorsten, dass du eben sagst, die reichen auch kleine Profits, Step by Step. Wie gesagt, so eine ganz tolle Geschichte dahingehend, dass du da auch Ladies im Team hast, die dann auch natürlich sicherlich eine Bereicherung sind. Und insofern freue ich mich auch, dass die ohnehin dominierende Männerbranche, Börse, Trading, Kapitalmärkte eben auch hier heute mit vielen Damen, aber natürlich auch umso mehr Männern gesegnet ist. Und dann heute Nachmittag nehmt euch mal den Stift und Block zur Hand, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall noch viele, viele Fragen stellen. Ich denke, wie gesagt, wir haben das ganz toll rumgekriegt heute Morgen, absolut auch im Timing. Thorsten ist sogar auch noch da, das heißt, sein Gigabyte ist noch tatsächlich hier am Laufen. Das heißt, heute Nachmittag haben wir definitiv auch gute 2 Stunden für uns wieder im Fokus und dann haben wir von 14:15 bis 16:15 auch das US-Opening an der Hand. Also dann werden wir den US-Marktstart in Übersee, 15:30 geht es los, sozusagen live erleben. Aber der vorbörsliche Handel ab 14 Uhr, sprich dann 14:30 auch die News, wenn wir das dann auch noch mitnehmen können, ist das natürlich ein richtig gutes Nachmittagsprogramm und da freue ich mich auf euch, liebe Leute. Also danke für das positive Feedback von euch an dieser Stelle. Ja, ich hänge mich da mal ganz kurz rein, bevor ich hier sonst automatisch rausfliege. Ich sage einfach mal danke für eure zahlreiche Teilnahme. Die Bude war ja doch ziemlich voll und ich freue mich auf heute Nachmittag. Mal gucken, was wir dann da aus dem Markt kitzeln können. Wie gesagt, bringt eure Fragen von heute Vormittag. Guckt euch die Aufzeichnung nachher an. Ich glaube, die wird relativ schnell hochgeladen. Guckt euch die bitte an. Schreibt euch Fragen auf. Bringt die heute Nachmittag mit. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur Dumme, die nicht fragen. Korrekt. Das war das Wort zum Ja. Donnerstag, jetzt am Vormittag. Ich sage auch vielen Dank. Eine Frage will ich noch beantworten vom JD. Dir fehlt der DAX CFD von 8 bis 22. Ja, ich weiß. Also das ist praktisch der Future DAX, der Eurex, also der F-DAX, den wir sozusagen dann hier als F-DAX abbilden können. Wir haben einen Future DAX, der hat allerdings einen großen Spread, weil der sich direkt am DAX Future orientiert und sozusagen hier ein spezielles Underlying darstellt. Also den DAX Future CFD haben wir, aber wir wollen tatsächlich auch noch den Eurex DAX. Sozusagen den CFD auf den Eurex DAX von 8 bis 22 Uhr. In Kombination dessen, dass wir ja jetzt schon den 24-Stunden-DAX haben, den Xetra-DAX und dann eben auch den reinen Eurex-DAX darstellen. Wie gesagt, den FDAX-Future haben wir auch schon in unserer Underlying-Plattform. Hat aber, wie gesagt, einen relativ großen Spread von 2, 3 Punkten, orientiert sich hier eben aber auch dann an tatsächlichen FDAX sehr nah dran. Insofern muss man hier wissen, ob man das oder handeln will, also den Eurex-DAX, den wir sozusagen auch in der Pipeline wissen wollen. Ich muss das direkt im Backoffice nochmal nachfragen, wie da der Stand der Dinge ist. Werde ich aber zur Kenntnis nehmen, dass du dir hier sozusagen auch nochmal den
DAX nicht nur Xetra oder 24 Stunden oder dann eben den DAX Future CFD, sondern eben auch hier den Eurex DAX sozusagen in der zeitlichen Abbildung wünscht, wo dann eben praktisch hier auch der engere Spread von einem Punkt sozusagen garantiert ist. Ja, werden wir auf jeden Fall in Erfahrung bringen und insofern wünsche ich euch jetzt einen guten Vormittag, eine schöne Mittagszeit, lasst euch nicht verbrennen in der Sonne und hier in diesem Sinne dann auf bald, beste Grüße und bis 14.15 Uhr. Ciao dabei, ich schalte gleich ab. Jo, ciao, ciao.